wir mal anfangen. Die Aufnahme geht, laut Pascal. Also können wir schon mal anfangen. Ja, also wir haben Aufnahme, aber noch kein Stream, richtig? Doch. Wird schon gestreamt? Ja. Ah, schön. Ja, dann eröffne ich mal die Sitzung, 11.22 Uhr. Ja, herzlich willkommen, liebe Leute. Wir sind zu viert und somit beschlussfähig und erwarten den Florian verspätet. Nee, den Robert. Den Robert verspätet, Entschuldigung. Stimmt, Florian hat abgesagt. Florian ist notfalls irgendwie über Twitter noch kurzfristig erreichbar, meinte er. Ja, den machen wir raus, die Tür. Ach so. Ja. Ja, dann brauchen wir eine Sitzungsleitung und ein Protokoll. Freiwillige vor. Ach, du bist bestimmt ein guter Sitzungsleiter. Was? Du bist bestimmt ein guter Sitzungsleiter. Nein. Wie geht das? Ich kann Sitzungsleitung übernehmen. So, alles klar. So, Janik, dann weiter. Halt. Ja, dann übernehme ich jetzt. Am Test brauchen wir als nächstes einen Protokollanten. Besten schreibt jeder, wenn er gerade nicht spricht. Ja. Okay, dann macht das jeder. Ich bediene auch gleichzeitig den Beamer, also immer wenn irgendwie was da oben hin soll, mir auch sagen. Gut, dann haben wir das letzte Protokoll. Und da können wir einmal reingucken. So, es ist immer noch das Wiki-Problem, dass die Geschäftsbereiche noch nicht ins Wiki eingearbeitet wurden, die Vorlagen. Und schnell durchgucken. Sieht aber ansonsten alles vollständig aus. Gut, dann Zeile 21, 22, 23, Zustimmung, Ablehnung und Enthaltung des Protokolls. Claudia? Ja. Gut. Vier Leute haben abgestimmt, alle vier zugestimmt. Damit ist das letzte Protokoll angenommen. Das können wir gleich überspringen. Dann kommen wir zur Finanzstatistik. Da Hagi gerade nicht da ist, kann ich das mal eben. Ist das noch der Stand von der letzten Sitzung? Eben insgesamt 113.000 Euro auf unserem Konto mit Barkasse zusammen. Dann als nächstes die Mitgliederstatistik. Claudia. Ja. Wir haben 2.528 Mitglieder. Davon haben 561 bezahlt und 7 Schwebende. Hätten wir das auch schon. Und Geschäftsbereiche würde ich auch vorschlagen, weil es jetzt hier auch gerade eine Präsenzsitzung ist, dass wir da auch einmal nicht nur sagen, was gerade in letzter Zeit gelaufen ist, sondern einmal kurz auf den Vorblick bringen, was gerade so geplant ist in den Bereichen. Bei Feuerwehr jetzt als erstes wahrscheinlich weniger geplant, aber Ich würde sagen, die Berichte komplett überspringen, weil erstens, die zwar hier sind, sind nicht in diesem Raum und hören nicht zu. Und zweitens, bei den Mittwochssitzungen sind mehr Leute anwesend, die zuhören wollen. Und da finde ich die Berichte sinnvoller. Okay, Berichte überspringen. Wie schaut die allgemeine Meinung aus? Ich meine, Fragen kann man ja trotzdem ab. Also ich schlage vor, dass ihr in der Tat am Mittwoch hauptsächlich berichten, aber wenn gerade irgendwas besonders herausstechendes ist, dass auch jetzt einfach wir viele Gelegenheit haben, das zur Sprache zu bringen. Gut, dann gehe ich mal einfach nicht die Geschäftsbereiche durch, sondern frage einmal, ob jemand aus seinem Bereich etwas zu berichten hat. Dem scheint nicht so. Dann können wir die Berichte überspringen. Eine Frage hätte ich. Bei der letzten Vorstandssitzung war die Rede davon, dass bald die Mahnungen anfangen sollen. Und zwar war da die Aussage innerhalb der nächsten Tage. Was ist der Stand? Ja, das weiß ich nicht. Ich bin, wie gesagt, gerade noch eigentlich im Urlaub. Uwe? Ja.
Ja, ich war einfach im Urlaub. Ja, hätte ja sein können, dass ihr schon drüber gesprochen habt. Nee, haben wir nicht. Uwe, magst du was zu dem Stand der Mahnungen sagen, weil Elena gerade fragte? Wenn ich jetzt alle zusammenstelle, die KVs, die alle mitmachen, dann wollten wir die, oder wollte ich die Anfang der Woche jetzt rausschicken. Okay, gut. Ist gut, das war's schon. Weil wir noch nicht drüber geredet haben in der letzten halben Stunde, deswegen. Hatte ich halt noch keinen aktuellen Stand. Ich war mir nur nicht mehr, weil jetzt mit Mart aus Friesland hat er angefragt, die haben so getan, als ob die gar nichts wüssten, dass wir malen wollen. Also Annemarie hatte mich angemeldet und hat gefragt, ob sie irgendwann jetzt malen können. Also, die haben von mir ein Ticket bekommen. Gut, dann haben sie das wahrscheinlich gar nicht gesehen. Tja. Was soll ich sagen? Und was? Können wir nachher noch drüber reden. Ich gucke das danach. Das würde jetzt so lange dauern, denke ich. Ja. Okay, noch weitere Fragen zu anderen Geschäftsbereichen? Scheint auch nicht so. Dann sind wir bei Mitgliedsaufnahmen. Oder, Kevin? Doch, ich habe die Frage irgendwie letztes Mal schon versucht zu stellen. Elena, hattest du dann zeitweise kein Audio? Ja, das ging an dich, und zwar bei der letzten Telco-Sitzung. Und zwar zum Bereich Mitgliederumfragen. Kannst du mir da einen Stand irgendwie aktuell sagen? Also wir wollten das ja irgendwie immer mal wieder machen. Und die letzte ist die irgendwie, wie ist der Auswertungsstand der letzten? Ist das irgendwie abgeschlossen? Und ich hatte mehrere Leute angeschrieben gehabt, ob sie eine Auswertung machen wollen. Da hatte sich auch einer gemeldet oder gesagt, ja, grundsätzlich schon, aber nur, wenn die Daten auch vorher öffentlich gemacht wurden. Aber die sind schon seit Wochen jetzt als Rohdaten im Wiki. Und es gibt ja das eine PDF, das auch schon rumgeschickt wurde mit der Auswertung der Einzelfragen. Es gibt noch keine Korrelationsauswertung im Moment dazu. Also einfache Statistik ist schon da, kann jeder nachgucken, nur der komplizierte Teil, der hat noch niemand umgesetzt. Ah ja, okay, die beiden Dinger kenne ich. Ich wusste halt nicht, bleibt es dabei oder ist noch mehr in Arbeit? Ich hoffe, es gibt noch mal mehr, dann muss man sich aber vielleicht überlegen, welche genauen Fragen man korrelieren möchte mal. Ja, okay, und für zukünftige Umfragen. Gibt es da schon irgendwelche Gedanken, wie es weitergehen soll? Na, es braucht erstmal Ideen an Umfragen, die man umsetzen können will. Mhm. Und ansonsten gibt es ja immer noch die Idee des ständigen Mitgliederentscheides, an dem gearbeitet wird. Mhm. Da war ja auch eine Telco vor ein paar Tagen. Das weitere Vorgehen besprochen wurde und es geht ein bisschen voran. Hat die dann stattgefunden? Die hat stattgefunden, ja. Ich war überrascht, dass ich vom Zug aus die ganze Zeit eine konstante, funktionierende Verbindung hatte, aber es hat stattgefunden. Es waren nicht viele Leute da, die meisten haben hinterher getwittert, oh, sie haben es verpennt. Aber wir waren immerhin zu zweit. Ah, okay. Okay. Jetzt noch weitere Fragen, Anmerkungen zu den Geschäftsbereichen? Ich hätte noch eine Anmerkung. Ich hatte ja das letzte Mal zwei Vorschläge an die LGS geschickt und an Elena und bezüglich eines Treffens. Kann Hildesheim nicht wahrnehmen, also beide Termine nicht, und baten um eine Verlegung nach der Wahl. Das Problem daran ist halt, dass ich dann in der Zeit bei diesen beiden Vorschlägen dann wiederum selber nicht da bin, weil ich wahrscheinlich nicht in Deutschland bin, zu 90%, sage ich mal. Somit muss es halt noch ein bisschen warten, nur dass ihr Bescheid wisst, ich kann es halt leider auch nicht ändern im Moment. Andererseits ist es vielleicht auch gar nicht so schlecht. Ich kann ihn jetzt gerade. Ach so, ja.
Okay. Jetzt frage ich das dritte Mal weitere Fragen oder Anmerkungen. In der Hoffnung, dass diesmal keine weiteren kommen. Entschuldigung. Nein, das war ja nicht böse. Das war ich suche verzweifelt ein Ticket, was ich nicht finde, deswegen bin ich vielleicht etwas unaufmerksam. Kann man dir helfen? Also vielleicht. Weiß ich nicht. So ein es geht um ein sonstiges Ticket zur Besprechung. Es geht um die Schlüssel von der LGS. Ah, ach, das finde ich schön. Einfach nicht. Ja, aber es nützt ja nichts. Stimmt, aber ich die Antwort von. Ich würde es auch gerne vom Tisch haben, deswegen. Mhm. Ich finde das Ticket halt einfach nicht. Gibt es da ein Ticket, wo die Antwort von Heinrich drinsteht? Ja. Oder war das nur eine Mail? Ja. Das Ticket, genau das so. Ich kann mich da jetzt nur an eine Mail erinnern. Das muss am 27. gewesen sein. Gut. Dann gehe ich jetzt erstmal eben weiter, können das Ticket schon mal in den Fall suchen. Denn das nächste, wenn jetzt wirklich keine weiteren Fragen oder Anmerkungen sind, kommen wir zu den Ermäßigungs- und Mitgliedsaufnahmeanträgen. Laut PEP gibt es da keine. Uwe schüttelt den Kopf. Dann gibt es keine. Gut, dann kommen wir zum ersten Antrag des Tages. Den Antrag auf Hotelzimmerzuschüsse für den ABPT 2014 in der dritten Fassung, welche die erste und die zweite ersetzt. Ich rufe mal eben das Ticket auf, damit wir das alles lesen können. Und es ist jetzt auf dem Bühne. Ich hatte schon was dazu geschrieben, ich sage es nochmal kurz. Es ging darum, um Zuschüsse für Körperbehinderte. Ich persönlich bin selber körperbehindert, um das nur zu sagen, dass ich also niemanden diskriminieren will, aber meiner Meinung nach ist es so, dass wir alle Mitglieder gleich behandeln sollten und nicht wegen einer Behinderung bevorzugt behandeln. Weil wir sagen ja immer, wir wollen alle behandeln, dann sollten wir das auch in die andere Richtung tun, meiner Meinung nach. Wir haben einen Bus gesponsert, der viel Geld kostet und ich denke, damit sind unsere Ressourcen auch irgendwo ausgereizt. Wenn wir jetzt sagen, wir wollen Menschen 40 bis 80 Euro für die Übernachtung eines BBTs finanzieren, ist das meiner Meinung nach einfach nicht drin. Weil wenn, dann müssten wir es nicht für Behinderte, sondern für alle tun, die aus irgendwelchen Gründen, auf welchen auch immer, es sich nicht finanziell nicht leisten können. Das ist so meine Meinung und deswegen würde ich den Antrag ablehnen wollen. Ja. Im Übrigen habe ich auch schon mit Menschen gesprochen und ihnen anderweitig geholfen, diese Sache zu ermöglichen. Ja, also ich halte es auch für rechtlich äußerst schwierig. Aber ich kann den Grund dieser Anfrage gut verstehen. Ich glaube schon, dass der Antragsteller jetzt irgendwie ein Problem hat, ohne so eine Hotellösung irgendwie zu dem ABPT zu kommen. Ich weiß aber, es gibt Leute, die grundsätzlich geraten mit Geldmangel, die nicht reisen können oder die nur erschwert reisen können. Irgendwie. Ich glaube, der Robert Kronin war so einer, der irgendwie Spenden sammelt und dann weiterleitet an Piraten, die gern kommen möchten, aber sonst nicht kommen. Ne? Nee, so. Ja, also ich sehe es eben auch kritisch einmal, weil wir haben gerade schon viel Geld ausgegeben für den Bus. Es ist gerade, wir haben noch keinen Finanzplan, das heißt, wir wissen gerade gar nicht, wie viel Geld wir überhaupt haben. Die Intention kann ich absolut verstehen und in solchen Fällen hätten wir Finanzmittel, würde ich es auch genehmigen, weil es ist immer dieses Gleichheit und Gerechtigkeit, dann ist halt natürlich Gleichbehandlung, dann müssen wir es einzahlen. Nach dem Versuch einer Gerechtigkeit wäre es dann wieder in Ordnung, weil die ja beeinträchtigt sind. Aber aufgrund, wir können es sonst nicht leisten und es ist auch schwierig dann auch nachzuweisen, also wirklich, dann müssten wir irgendwie auch festlegen, ab was für einem Behindertengrad, heißt das so? Es gibt auch diese Prozentzahl. Ja. So, ab was man, und das, wobei das natürlich alles sehr relativ ist. Genau, also kann jemand eine 80-prozentige Behinderung haben, die du äußerlich nicht siehst. Mhm. Derjenige kann durchaus auf einem Campingplatz übernachten, während jemand anders mit 30% das nicht kann. Mhm. Also wie deswegen, willst, an was willst du das Grenzen festmachen? Zu setzen. Deswegen, ja. Und dann müsste das ja auch irgendwie nachgewiesen werden. Ich meine,
Willst du von den Menschen sagen, jetzt zeig mir bitte deinen Ausweis, fände ich auch sehr doof. Genauso wie doof ich es fände, zu sagen, jetzt zeig mir deinen Hartz-IV-Bescheid oder was auch immer. Genau. Also, wie gesagt, ich bin bezüglich dieses Tickets auch mit Menschen in Kontakt getreten und habe Sachen weitergeleitet von dem Herrn Koenig, oder wie der heißt. Koenig. Ja, und ich denke, da sind Lösungen gefunden worden. Das klingt doch schon mal gut. Möchte das nicht. Dann. Schon wieder mal eine schöne Frage. Noch weitere Fragen oder Anmerkungen oder Redebedarf? Ansonsten können wir zur Abstimmung kommen. 3, 2, 1, letzte Möglichkeit. Das, okay. 18.920. Gut, so. Dann können wir zur Abstimmung verfahren. Zeile 228 bis 230. Da tragen sich auch schon 30 Leute ein. Ja, Robert, du darfst mit abstimmen, weil du uns zuhörst und auch im Bett bist. Sei auch herzlich gegrüßt. Gut. Gut, dann das Ergebnis ist abgelehnt. Zuständig ist niemand, weil es müsste noch jemand der Antragstellung Bescheid sagen. Wer macht Kevin? Ich hätte es auch so. Gut. Zusatzinfo. Achso. Gut. Dann. Robert ist kurz weg. Haben wir als nächstes das Ticket 19719, Einsatz von Bus oder Bussen für den ABTT auch am Samstag sowie Abfahrtsstationen. Und das Ticket kriege ich mal eben rein, damit ihr das alle sehen könnt. Ja. Gut. Auch hier hatte ich mit der Antragsteller gesprochen, habe die Adresse, also schon vor einigen Tagen, die Kontakte für den Bus, der aus Schleswig-Holstein fährt, hingeschickt. Also zu dem Zeitpunkt, als das noch relevant war. Als Alternativmöglichkeit, um dahin zu reisen. Ja, der Schleswig-Holstein-Bus am Samstag fährt nicht mehr. Das wüsste ich jetzt zu dem Zeitpunkt. Okay, das hat sich auch erst vor ein paar Tagen herausgestellt. Mhm. Das ändert jetzt die Situation dieses Antrags natürlich. Es ist so, dass Sandra als Busorganisator jetzt im Prinzip vor der Wahl steht, entweder die Zubringerbusse zu dem Freitagsbus zu canceln und dafür einen Samstagsbus zu mieten, das ginge, oder stattdessen keinen Samstagsbus zu machen und stattdessen die Zubringerbusse zu ermöglichen. Mehr ist finanziell nicht drin, aber es geht halt das eine oder das andere. Reicht denn das Budget für zwei Busse? Also den letzten Preis, den ich gesehen habe für den Freitagsbus, wäre zweimal dieser Preis, wäre definitiv über dem Budget. Ja, genau. Es ging um einen kleineren Bus, der erst am Samstag fährt. Ah, okay, ein kleiner. Das ist, ja. Ist der günstiger? Ja, in der Tat. Also es geht hier nicht so sehr um die Größe, sondern es geht darum, dass dass der Busfahrer erst Samstag früh los muss. Also die Arbeitszeit ist immer das Teure bei solchen Busgeschichten. Ist ja eine Übernachtung weniger. Eine Übernachtung weniger, insgesamt weniger Arbeitszeit, die ihm bezahlt werden muss. Deswegen wäre der Samstagsbus günstiger. Dennoch ist es so, dass also Sandra und ich haben da wohl grob über die Möglichkeiten gesprochen, was finanziell drin wäre. Und ich habe halt gesagt, wir haben das Budget und noch größer geht es halt nicht. Sie meinte, dass irgendwie Anfragen vorliegen bezüglich Zubringer. Und insgesamt finde ich, dass lieber die Zubringer genommen werden sollten für freitags, weil es gibt halt die Leute, die echt Freitagabend aus irgendwelchen seltsamen Gründen nicht können, die haben dann immer noch die Möglichkeit der Bahn. Ich habe die Befürchtung, dass der eine Bus, der 50er-Bus, auch nicht so wahnsinnig voll werden wird. Und was wir uns überhaupt gar nicht leisten sollten, ist irgendwie leere Busse nach Halle zu schicken. So, das hatten wir schon mal in 2010. Das wird richtig teuer, das finde ich nicht gut. Ich würde am liebsten da irgendwie auf den Samstagsbus verzichten. Was ist denn mit Zubringern am Freitag gemeint?
Zuschussung von Tickets, um zum Bus zu kommen, oder wirklich noch irgendwelche Transportmittel? Ja, irgendwie ein Sammeltaxi irgendwie aus der Oldenburger, Ostfriesland-Gegend zum Beispiel, oder aus halt aus den nördlichen Richtungen auch, okay. Nienburg und so. Also ich würde mich, Kevin, also hinsichtlich der Sache, dass zwei Busse wahrscheinlich nicht voll werden würden, anschließen. Also der Vermutung. Einzigen Aspekt, den man eben, ist diese zweite Übernachtung, die man nicht außer Acht lassen sollte. Ansonsten ist es halt so, dass die Menschen, die bis Freitagabend arbeiten, die Frage wäre, ob die mitten in der Nacht dann mit einem Bus fahren würden, auch noch. Also wer arbeitet am Freitag bis abends, der wird sicherlich nicht nachts um eins oder zwei dann mit irgendeinem Bus fahren. Dann kann man also auch gleich abends fahren, mal übertrieben gesagt, meiner Meinung nach. Allerdings gibt es ja auch dann noch durchaus Leute, die eben auf die zweite also diese Freitag-Samstag-Übernachtung verzichten wollen, die durchaus Freitag fahren könnten rein von der Zeit, die einfach auf diese Übernachtung verzichten wollen, die dann Samstag fahren. Da ist jetzt natürlich schwierig, im Gegensatz zu dem Freitagbus haben wir da keine Abfrage, wie viele das theoretisch wären. Deswegen sage ich, also, ja. Aber ich, denn, ja, ich bin das nämlich schon mal durchgegangen mit dieser Liste, wer sich da auch alles bisher angemeldet hat, und da ist es schwierig, so einen Sammelzubringer zu kriegen, weil das relativ zerstreut ist, und zum Beispiel Nienburg ist dann tatsächlich, das sind glaube ich drei Leute zum Beispiel, also ich nehme nur Nienburg gerade als Beispiel, Nienburg ist direkt an einer Strecke, die nach Hannover fährt, also Bahnstrecke. Und bei drei Leuten ist dann ein Niedersachsen-Ticket wesentlich günstiger als jeder Zubringer, den wir jemals irgendwie kriegen könnten. Das ist der nächste Aspekt. Deswegen, Zubringer kommen wahrscheinlich gar nicht so sehr zum Ziehen am Freitag, weil einfach andere Möglichkeiten, die wesentlich günstiger sind, sowieso da sind. Und allerdings weiß jemand, von was für Dimensionen denn wir sprechen, wenn es ein kleinerer Bus ist. Wie viele Leute passen da rein? Ja, 20. So ein kleiner Bus. Gut. Ich hatte gerade 35 oder sowas geschätzt. Also ich persönlich sehe das in keiner Relation. Weil das ist jetzt, also im Moment ist das ja eine Person, die gerne einen Ehrenbus hätte. Wenn wir jetzt dafür einen Bus für 20 Personen für, ich sage jetzt mal, ich rechne den mal mit 1300 Euro, mal als Beispiel, ne? Würde der vielleicht kosten. Oder lass ihn auch nur 1000 kosten und rechne ihn den durch 20 Personen, dann bist du bei 50 Euro pro Person. Schon für den Bus ohne irgendeinen Zubringer. Und die Frage ist, kriegen wir, wenn wir einen ganz billigen Bus kriegen, sonst sind es schon 70 Euro pro Person. Also ich bin definitiv gegen einen zweiten Bus und würde lieber versuchen, den einen voll zu kriegen, wie auch immer. Ich würde allerdings auch weite Zubringer kritisch sehen. Das möchte ich auch gleich dazu sagen. Weil da du wirklich in der Regel mit dem Zugticket wesentlich billiger fährst, als wenn die Leute sich noch hinterher in den Bus setzen. Also dann ist es einfacher, direkt mit dem Ticket zum Parteitag zu fahren, als erst noch zwei Stunden Zubringer und dann mit dem Bus durch die Gegend zu rollen. Aber das, denke ich, kann man dann sehen, wenn man weiß, wie viele Menschen mit dem Bus fahren wollen. Also wenn es dann mehrere sind, dann könnte man sich immer noch überlegen, macht es nicht Sinn, für den einen oder anderen zu sagen, hier, dann kriegst du ein Zugticket und dafür können andere mit dem Bus fahren, wie auch immer. Aber grob gesagt jetzt mal. Das kostet höchstens 35 Euro. Eben, und da kannst du fünf Leute mitnehmen. Ja. Wenn ich jetzt aber für x Euro einen Bus für 20 Personen miete, das passt überhaupt gar nicht. Ja, also ein zweiter Bus, auch weil nicht, also wenn noch nicht mal klar ist, ob der erste Bus voll wird, und es haben da noch im Pad 2 geschrieben, so Samstag wäre auch schön, aber das reicht nicht, um einen zweiten Bus zu rechtfertigen. Ja, weitere Wortmeldung. Scheint nicht der Fall zu sein. Dann... Hier stimmt alles schon ab. Ich krieg das gar nicht mit, weil ich habe. Ja. Gut, dann brauche ich ja kaum noch aufrufen zur Abstimmung, denn der Einzige, der fehlt, bin ich. Gut, dann alle fünf. Ah, Florian hatte vorher schon abgestimmt. Gut, fünfmal dagegen. Selbst wenn Robert jetzt kann es nicht mehr umgeändert werden. Das heißt, das Ergebnis ist eine Ablehnung zuständig.
Kevin, machst du das auch, weil war das nicht dieselbe Antragstellerin? Ich glaube ja. Gut, dann zuständig Kevin. So, und dann als nächstes Durchführung von Barcamps. Das, genau, Achim grinst mich schon an. Allerdings würde ich gerade kurz um eine kleine 5-Minuten-Pause bitten, denn der Versammlungsleiter müsste mal wohin. Ja. Ja, auch Kaffee getrunken. Okay, dann einmal eine kurze Unterbrechung von 5 Minuten. Die haben hier Kaffee irgendwo, oder? Ja, drüben ist so eine Thermoskanne. Tisch. Hast du schon ein Status-Update, wie weit die mit dem Versuch sind, Internet wieder herzustellen? Okay. Ich habe sogar einen anderen Router reingepackt. Ja, aber es ist noch konfigurieren. Durchlief habe ich nichts festgestellt. Denk mal, positiv zu sein, fertiges funktioniert. Ich war verbraucht, das kann ich sagen. Das war die Belohnungszigarette, das haben sie vor euch. Ja, gut, gut. Läuft der ganze Aufbau da bei Bundesparteitag ähnlich wie bei der Mitgliederversammlung oder nur eben der größer oder größer? Ja, ja. Also auch alles in Eigenleistung durchgeladen. Ja, gar nicht schwer überlegen, ob ich da vielleicht so am Freitag oder wann wir da auch noch eine Tasche rechnen. Ist denn jetzt eine Tasche? Ich hasse das. Ich war damals am Abend hin. Ich weiß, ich selber brauche für meinen Scheiß. Normalerweise drei, vier Stunden. Dann mache ich hier etwas weiter. Mir wurde eben nur die ganze Zeit geschrieben, man kann die ganze Zeit auf meine Bildschirme gucken und ich wusste nie, wo die Kamera ist. Gut, wollen wir weitermachen? Kevin hat sich das nicht ausgedacht. Das sagt mir noch kein Internetzugriff, aber es geht schon. Kein Internetzugriff, dann wird das nicht sagen. Moment. Hier ist mit Internetzugriff. Geht jetzt. Thank you.
Achtung, ich habe da was ins Chat gepackt. Damit sie wieder zieht. Ich habe einfach entschieden, dieses Wetter ist nicht, es ist immer noch so Frühsommer wie vor ein paar Tagen. Danke. Gut, dann lass mal die Vorstandssitzung fortsetzen. Kannst du mir den Link zu dem Dings mal schicken, Peter? Robert, bist du wieder da? Ich war ein bisschen zu dem Hotel. Aber Beschluss fällt dann aber trotzdem nicht. Ja. Doch, theoretisch nicht, ja. Theorie. Stimmt da nur nicht mit ab. Einmal Fenster auf und dann abstimmen. Das war auch gestern nervig, die hat mir halt ein Mikro rangemacht beim Flyer verteilen. Und so sämtliches, was ich gesagt habe und was Leute zu mir gesagt haben, ist halt alles aufgenommen. Und wir hatten aber irgendwann in der Nähe eine Gypsy-Band. Und wir haben die gar nicht mitbekommen. Die einzige, die es mitbekommen hat, war halt... Die Person, die das Mikrofon gehört. Genau, die und wir alle anderen haben es nicht gehört. Und irgendwann meint sie, ja, wir brauchen eine neue Tonspur. Wieso? Ja, die Band hat alles überlagert. Und jetzt müssen wir aus einer anderen Szene, nehmen wir meine Stimme und packen die einfach auf die andere Szene rauf, weil mein Mund nicht zu sehen ist. Aber das ist doch schwach. Einfach mehrere verdammte Mikrofone benutzen, dann kann man Noise Cancellation. So, kommt unsere Mitlaufung rein? Ich hoffe. Ja, eine zumindest. Ja, bauen wir es um, oder? Kevin. Das schaffe ich. Kannst du ja auf den Rückweg Kevin mitbringen. Der ist ja auch. Ja, die Tür nach draußen ist auch auf dem Weg zum Kaffee. Ich weiß nicht, ob ich mir das diesen Namen merken kann. Ich hab's nicht mehr gekriegt. Ja, super. Und Robert, 18 und der Gast von Wiesen. 18 noch. Monate. Mhm. Sehr schön. So, Versammlungsleiter, reite deines Amtes. Ja, ich guck mich gerade selbst an. Ich hab den Streamer mal angemacht. Oh nein. Hey, muss auch mal sein. Kannst du mal eben kurz über das Touchpad Also das Stream da sollte. Wir sehen ihn da. Also ich sehe mich selber. Ah, ich sehe von hinten auch verdammt gut. Auf A16, auf A15. Wollen sich schon mit Zeitverzug. Aber gut. Machen wir weiter. Durchführung von Barcamps. Tür zu! Und da haben wir den Antragsteller. Hier. Herzlich willkommen. Möchte er etwas dazu sagen? Also eigentlich steht alles im Ticket. Okay. Ich gehe natürlich davon aus, dass ihr das alle gelesen habt, deswegen werde ich das nicht vorlesen. Okay. Kurz gesagt, ich rede nicht gern gegen Blockbeleut an. Kurz gesagt, aufgrund der Terminierung 27.09. des kommunalpolitischen Barcamps habe ich die Durchführung eines eintägigen Barcamps im fast gleichen Zeitraum für relativ sinnbefreit und schlagen deshalb vor, die Mittel anderweitig zu verwenden, nämlich A, Fahrkostenzuschuss und B, Bereitstellung von Mitteln zur Durchführung eines Barcamps 2015. Termine habe ich auch schon grob umrissen. Ergeben sich automatisch die Termine durch Ferienzeiten, LFV 15.1, die Sommerferien und sonstige Randbedingungen und Verfügbarkeit von Räumen. Da wir dann mehr Zeit zur Vorbereitung haben, beantrage ich dort die Durchführung eines tatsächlich zweitägigen Barcamps, damit wir dort intensiv miteinander arbeiten und leben können. Gut, dann mache ich mal die Gegenrede dazu.
Ich würde an einem Barcamp dieses Jahr noch festhalten. Dann allerdings, ich hatte ursprünglich vom Inhaltlichen her geplant, was du ja auch aufgenommen hattest, dass eigentlich Landespolitik und Kommunalpolitik drin vorkommt. Das mit Kommunalpolitik wäre eine Doppelung in kurzer Zeit. Das ergibt dann tatsächlich keinen Sinn. Das heißt, das Inhaltliche würde dann auf Landesthemen und Organisationen und Strukturen und sowas eingegrenzt werden, allerdings dem Bereich dann auch weiter. Da hätte ich dann einmal auch noch eine Frage an dich. Wofür werden die 2000 Euro bei einem einzigen Barcamp so benötigt? Bei meiner Vorstellung könnte das durchaus günstiger sein. Die 2000 waren nicht für ein einzigen Barcamp, die 2000 waren der ursprüngliche Benutzer. Und natürlich günstiger geht immer die Frage, was wollt ihr haben? Zwei Räume. Ja, ja, nur zwei Räume allein wirst du erstmal schlecht kriegen oder schlechter, als wenn du ein Tagungspaket nimmst. Wenn du ein Tagungspaket nimmst, dann bist du schon fast in der Größenordnung, abhängig von der Teilnehmerzahl. Also ich sehe es halt als relativ wichtig an, dass wir auch noch im Bereich Landespolitik so ein Barcamp durchführen, weil sonst haben wir dieses Jahr nur Kommunalpolitik. Und Landespolitik müssen wir auch langsam wieder in Gang bringen. Dafür war das auch so gedacht. Und jetzt würde ich gerne mal die Meinung der anderen LAFOs hier wissen. Was genau hast du dir unter Landespolitik vorgestellt? Also thematisch jetzt mal so grob umrissen? Also thematisch eben, dass wir zum einen auch durchaus aus zum Beispiel Nordrhein-Westfalen anfragen, ob dort Landtagsabgeordnete eben auch entweder referieren können, eben damit wir da schon mal Dinge erfahren, aber auch andererseits, dass wir auch erarbeiten, wo wir in den nächsten Jahren auch wieder thematisch in Niedersachsen Punkte setzen können und eben auch wieder Allgemeinheit offensichtlich werden, denn aktuell müssen wir uns einfach eingestehen, sind wir in Niedersachsen nicht präsent, weil Landespolitik läuft bei uns gerade einfach nicht. Ja, aber welche Themen meine ich jetzt? Also ich persönlich sehe das so, dass die kommunalpolitischen Themen absolut im Vordergrund stehen sollten, weil die auch in die Landespolitik übergreifen. Oder was hast du jetzt, was nur rein landespolitisch ist? Rein landespolitisch ist zum Beispiel Bildungspolitik. Und aber darum soll es eben dort auch gehen, dass wir auch erarbeiten, in welchen Themen wir überhaupt noch landesweit agieren können. Ja, also da habe ich eine Gegenrede zu. Und zwar, wir haben in 2016 Kommunalwahl. Und ich halte es für ganz enorm wichtig, dass wir darauf hinarbeiten. Für zentral wichtig. Und wir haben jetzt irgendwie 60 mit Abzügen Mandatsträger in den Parlamenten. Und da gibt es relativ wenig Zuarbeit, Koordinierung und so weiter. Naja, also das ist auf jeden Fall sehr stark ausbaufähig. Das halte ich für die Situation, dass die Kommunalwahl sehr viel näher liegt zeitlich als die Landeswahlen, halte ich das aus der Situation für gut, eine Konzentration auf Kommunalpolitik zu haben. Und es ist auch so, dass wenn wir aufstellen, dann müssen wir zusehen, dass wir in den einzelnen Wahlgebieten auch überhaupt genug Kandidaten zusammenkriegen. Also Beispiel jetzt Osnabrück irgendwie als dritt- bis viertgrößte Stadt hat 8 Wahlbereiche. Das heißt, du musst in jedem dieser 8 Wahlbereiche einen Kandidaten aufstellen. Das haben wir letztes Mal nicht mal hingekriegt. Wir haben nicht mal 8 zusammengekriegt. So, das ist anderswo ähnlich. Ne? Das heißt, wenn wir das nicht schaffen, dann verschenken wir Stimmen, weil dann in 2 von 8 Wahlbereichen einfach die Piraten gar nicht erst gewählt werden können nach dem niedersächsischen Kommunalwahlgesetz. Ne? Daher ist wichtig, nicht nur die Kommunalpolitik, die besteht, zu koordinieren, sondern auch Leute mitzunehmen, die erstens den unseren bestehenden Kommunalpolitikern zuarbeiten, die sich mehr für die Themen interessieren und dann auch bereit sind, in 2016 dabei zu sein. Und das ist nichts, was ich mir mal eben schnell anlese und morgen bin ich dabei, sondern da ist eine Vorbereitungszeit wichtig. Und 2015 ist natürlich ein Jahr, in dem wir schon mitten in der Vorbereitung stecken sollten. Und da heute die Weichen für zu stellen, halte ich schon für ganz gut und sinnvoll. Landespolitik, ja, die ist natürlich wichtig. Aber es ist so, dass wir da die Null Piraten haben, die aber irgendwie seit 6 Wochen auch nichts mehr von sich hören lassen haben. Länger. Ich glaube nicht, dass
dass ein Barcamp, wenn ich begrenzte Mittel habe, dass ein Barcamp speziell, um das zu fördern, höher priorisiert ist als ein Barcamp Richtung Kommunalpolitik. Ich glaube, dass die Nullpiraten anders wie wieder stärker motiviert werden können. Also ich glaube, dass ein Barcamp für kommunal wichtig ist und für Land zwar auch, aber wenn es nach Prioritäten geht, dann ist Kopo einfach erstmal wichtiger. Ich finde generell Achims Idee nicht so schlecht, weil ich der Meinung bin, dass in einem zweitägigen Camp im nächsten Jahr ja, einfach von der Motivation her die Leute gerade das abends zusammensitzen schon eine ganze Menge bringt, um die Leute auch so ein bisschen zusammenzurücken. Und wenn wir jetzt die, unsere Priorität im Herbst auf, die, auf das Kommunale setzen, also ich persönlich finde das in Ordnung so. Also ich glaube, dass die Leute, um die es hier geht, auch ein bisschen verschiedene Menschen sind. Also einige interessieren sich eher für Kommunalpolitik, andere fangen erst auf Landesebene an damit. Und wir machen zurzeit eben überhaupt nichts auf Landesebene und wir sollten auch auf Landesebene wissen, was wir wollen und was wir machen können. Und wir haben jetzt eigentlich aus dem letzten Jahr schon mal dieses Barcamp auf dieses Jahr verschoben. Ich möchte das eigentlich nicht nochmal verschieben. Ich habe einfach Sorge, dass da vielleicht 2 bis 3 Leute hinkommen und dafür einfach, ja. Also ich denke mir mal, das Geld zu schade ist, um es mal vorsichtig auszudrücken. Das Kobo Barcamp war der 27. September? War ich das richtig im Kopf? Was steht da? Welche Zeit ist? Da, okay, 27. September. Und LV14.2 soll dann im November stattfinden. Ich denke mir, wenn man die Oktobertermine anpeilt, jetzt nicht unbedingt das erste Oktoberwochenende, dann werden die weit genug auseinander, direkt aufeinander folgen. Herbstferien? Und sind die, weiß das jemand? Auch im Oktober wahrscheinlich, ne? Klar. Wir haben ein Zeitfenster von 6 Wochen und diese Termin, 27.09., liegt präzise mittig. Es wurde ja sehr erfolgreich festgelegt, dieser Termin. Hieß es nicht von Hildesheim aus, dass man den auch noch verschieben wollen könnte, möglicherweise? 27.10. bis 8.11. Herbstferien. Das ist spät. Wir haben ja auch bis zum 7. oder 10.9. Sommerferien. Bin ich seit 2 Jahren raus mit Ferien, aber ich bin nicht mehr. Ja, nur die sollte man halt einfach berücksichtigen. Ne? Das heißt, also vorher im September würde halt im Prinzip auch ausscheiden. Gibt es eigentlich Untersuchungen zu, ob wirklich weniger Leute an Sommerferien Zeit für sowas haben? Oder ob das nur eine Behauptung ist? Weil andere Leute haben an anderen Wochenenden keine Zeit. Und ob das sich irgendwie ausmittelt, das kann ich mir eigentlich auch gut vorstellen, dass Ferien völlig irrelevant sind. Also die Sommerferien werden weniger, werden kritischer sein als die Herbstferien zum Beispiel. Die Sommerferien, da fahren ja wirklich noch viele Leute weg, mehr auf jeden Fall als in Herbstferien. Aber es ist auch eine wesentlich längere Zeit und niemand ist die ganze Zeit weg oder fasten. Ja, aber das ist ja dann immer gerade, dann ist jemand weg. Genau, aber man kann auch sagen, es gibt Leute, die fahren immer in der Nebensaison weg und erwischen dann zufälligerweise eher die Termine von Parteitagen. Und dann wäre es ja fair, wenn ab und zu auch mal solche Veranstaltungen in Ferien stattfinden. Die Frage ist spannend, ich fürchte, eine Antwort gibt es nicht. Ich denke, also ich werde auch dunkel erinnert an einen gewissen Herrn Schendel, der auch das Thema Ferien irgendwie im Zusammenhang mit unseren Piratenterminen brachte. Wurde übrigens vom, das hatte nur so nebenbei wegen Ferien, das war auch vom Wahlausschuss, vom Landeswahlausschuss war dann tatsächlich das Thema, ob die CDU zugelassen werden könnte, weil die einen Aufstellungstermin in den Sommerferien hatten und es wurde durchgelassen. Also Ferien scheint. Das war die Piratenpartei, aber egal. Nein, es ist kein Kriterium, es nicht durchzuführen. Es ist aber durchaus ein Kriterium, das betrachtet werden sollte, weil wir haben durchaus Mitglieder, die an diesen Dingen Interesse haben und möglicherweise mehr oder minder an die Ferienzeiten gebunden sind. Mir persönlich laufen die Ferien auch am Arsch vorbei. Und die als Studenten vielleicht auch. Aber das ist kein Argument, das gleich für alle Mitglieder anzunehmen.
Für alle auch nicht, aber wir haben auch, was Helena sagte, wir haben an allen Wochenenden eigentlich immer irgendwas. Also wir hatten auch dieses Wochenende, Claudia, wir haben ja jetzt auch gerade keine Ferien und du wärst trotzdem im Urlaub. Ich bin nicht an die Ferien gebunden. Genau. Ich habe das auch für die anderen gesagt, nicht für mich. Genau, aber ich denke mal, das haben wir immer. Um wie viele Teilnehmer geht es denn bei so einem Barcamp? Was wir bei der Kommunalpolitik auch noch beachten müssen, ist, dass die Sachen nicht zu weit nach hinten rutschen dürfen, weil dann die Haushaltsberatung für das nächste Jahr ansteht und dann die Kommunalpolitiker keine Zeit mehr haben. Das Kommunalbarcamp ist im September, das ist... Ich will es nur sagen, also da können wir nicht in Oktober rutschen oder so, weil dann haben die zumindest jetzt schon aktiven Kommunalpiraten mit Sicherheit keinen Kopf mehr dafür. Ja, noch weitere Wortmeldungen? Dann würde ich sagen, müssen wir abstimmen. Wollen wir ein Barcamp oder wollen wir... also, nee, das ist falsch. Wollen wir ein Barcamp in 2014 noch? Oder erst dann dann mit dem Plan, den Achim aufgestellt hat, mit den beiden in 2015? Aber eigentlich finde ich das doof, das gegeneinander abzustimmen, weil eigentlich würde ich das auch haben. Also ich habe einen Antrag gestellt, dieser Antrag gliedert sich in mehrere Unterabstimmungen und wir können über diesen Antrag abstimmen. Punkt. Weil ich nichts dagegen hätte. Genau, das ist der Antrag. Ich beantrage daher Doppelpunkt und dann geht's los. Gut, dann gehen wir die modular durch. Nee, das ist ein Antrag. Ihr könnt die gerne modular besprechen, aber bitte als einen Antrag abstimmen. Also dann so wie ich es eben gesagt habe, nach deinem Plan. Also ich sagte, ihr könnt die gerne einzeln und modular besprechen, aber bitte als einen Antrag abstimmen. Okay. Gibt es dann zu einzelnen Punkten, die da drauf sind, gerade Wortmeldungen? Also ich würde ja Punkt 3 zustimmen. Und den Rest eher abgeben. Aber das kann man auch später nochmal planen. Ja, das sehe ich ähnlich. Also ich würde ungern jetzt auf irgendwie diese Gelegenheit verzichten. Und ein genereller Budgetplan liegt ja auch noch nicht vor. Ich würde auch noch sehr ungern etwas beschließen, was den LAFO in 2015 bindet. Oder, also ich würde es nicht ablehnen, aber ich würde es halt ungern tun. Mir wäre es irgendwie echt am liebsten, die 2015er Aktion, falls die Planung halt dieses Jahr schon erforderlich ist, halt gucken, ob es in den Budgetplan passt. Ja, wir müssen halt auch einfach gucken, wenn uns zahlende Mitglieder davon laufen, dann haben wir weniger Einnahmen und die kosten halt doppelt, weil die staatlichen Einnahmen, glaube ich, wird auch zurückgehen. Aber der Termin in 2014, ich fände es einfach schade drum, den sausen zu lassen. So. Frage an Achim noch dazu. Sollte der Landesvorstand diesen Antrag hier ablehnen, wärst du trotzdem bereit, in 2014 dennoch das Barcamp wie angedacht zu machen? Oder würdest du sagen, ey, das... Das Barcamp machen, das macht Janik. Genau. Er meint organisieren. Das ist organisatorisch, nicht inhaltlich. Also so wie angedacht ist man. Ich teile meine Jobbeschreibung, wenn ich das bräuchte. Ja, okay. Eins muss ich aber mal hervorheben, wo ich Achim loben will für die Idee mit den maximal 25 Euro bei den Fahrkostenzuschuss für das Niedersachsen-Ticket. Das war eine gute Idee. Also ich weiß Dinge, die du nicht weißt. Das hoffe ich auch. Also ich weiß nicht so viel manchmal. Möchtest du uns diese Dinge bekannt geben? Was? Möchtest du uns diese Dinge bekannt geben? Gut, ich habe jetzt gerade keinen weiteren Redebedarf. Ich würde darüber nämlich jetzt gerne abstimmen. Wie sieht es bei euch aus?
Ja, stimmt ab. Peace. So, Robert, bist du da? Ich glaube nicht. Da muss er schließlich achtmal arbeiten. Ja. Ja, das war gut. Ja, halben Stunde gesagt, er ist noch eine Sekunde weg. Gut, Es gibt noch mehr Stimmen. Ah, ja, er ist wieder da, ja. Ja. In dem Pad gab es auch schon Stimmen. Hat aber die Diskussion schon mal, okay, dann. Gab in dem Pad schon Stimmung? Nein. Nee, ich hab schon nachgeguckt. Ach Moment, nee, im Ticket ist auch keine Stimme eingetragen. Ich dachte, dass Florian da schon seine Stimme gesetzt hätte oder hat das wieder. Ja, bei diesem nicht, weil das war bei den wahrscheinlich anderen auch keine Diskussion da, vermute ich mal so, dass er sich enthält. Ja, okay, dann haben wir nur die anwesenden Stimmen. Gut, da der einzige noch mögliche abstimmende Robert ist und das dann maximal noch ein 2-3 werden könnte, haben wir eine Entscheidung getroffen. Und damit wäre der Antrag abgelehnt. Zuständig, okay, dem Antragsteller mitteilen ist jetzt. Ich bitte doch. Schriftlich oder reicht auch gerade mündlich? Schriftlich mit Siegel. Mach ein Ticket. Ja. Gut, zuständig, Umsetzung ist dann quasi das Barcamp 2014, das bin ich dann. Ja. Wie ist jetzt die Zeitplanung? Wann könnte Robert hier sein? Robert, hast du die Frage verstanden? Er wird gleich antworten. Wollen wir zum nächsten Antrag weiter oder gibt es jetzt noch? Ne, es ging mir schon um den nächsten. Er meinte 15 bis 14:30. Weil okay. Der nächste Antrag ist ja genau sein Themengebiet. Stimmt, da habe ich. Das ist das mit der Raumkostenübernahme der Nordwestkonferenz. Da würde ich bei dem tatsächlich warten, bis Robert da ist, weil das sein Geschäftsbereich ist und. Da würde ich schon ihn gerne bei der Diskussion dabei haben. Weil das ja die Vernetzung mit Gliederung unter anderem betrifft. Jetzt sind wir schon bei. Oh. Also seid ihr damit einverstanden mit diesem Plan? Ja. Nicht, dass ich hier einfach. Er hat ja auch von Anfang an angekündigt, dass er später kommt. Und genau, deswegen geht das auch bei ihm. Wenn er einfach nur spontan nicht kommt oder zu spät aus Gründen, die verschlafen oder so, könnte man sagen, machen wir trotzdem. Recht. Nein, alles gut. Wir haben ja noch was anderes zu tun, von daher ist es doch wurscht. Ganz viele Hunderttausend Anträge. Naja, Anträge nicht mehr so viele, aber ganz viel zu besprechen gibt es ja. Mhm. Dafür sind Präsenzsitzungen ja auch gut, da kann man immer das alles einmal abarbeiten. Gut, wir sind nicht schon bei uns Beschlüssen, die wir, wobei hier nichts eingetragen ist, also sind das noch offene Beschlüsse oder? Weiß ich gerade nicht. Nee, das sieht sehr. Das ist durch. Aber es ist keine offene. Gut, der erste ist der Erweiterungsbeschluss zu den Plakaten, das hatten wir. Das ist durch. Die Plakate werden abgegeben. Weiß da jemand schon, ob die irgendwie abgeholt worden sind oder irgendwie sowas? Ich weiß schon nicht. Achso, da steht da, die Abholung am Donnerstag erfolgen soll. Also gehe ich mal davon aus. Du wohnst in Hannover. Du solltest das mitbekommen. Ich habe ja keinen Zugriff auf das Lager. Gut, dazu gibt es wahrscheinlich auch nichts mehr anzumerken. Das ist ein Beschluss, den haben wir durch. Dann das nächste war Unterstützung der MMS-Demo von Christopher Lauer. Dazu kann ich kurz berichten, denn ich war anwesend letzte Woche. Yeah. Und es war eine kleine niedliche Demonstration. Also eigentlich war es eher eine Mahnwache, weil wir waren nicht laut, wir hatten Schilder und das war's. Selbst unser Megafon war nur auf Zimmerlautstärke. Und ja, wir waren so ungefähr, ich schätze mal, 25 Leute, die dagegen demonstriert haben. Die Polizei hat uns auch sehr locker genommen und es kamen ab und an Leute raus, auch ehemalige Parteimitglieder, die für uns in der Regionsversammlung saßen, sitzen. Und ja, also wir kamen auch dadurch durchaus auch in die regionalen Zeitungen, allerdings nur damit, dass die Demo stattfand. Piraten wurden nicht erwähnt. Es wurde aber erwähnt, dass die Grünen nicht da waren. Also. Wurde eine Partei erwähnt, die nicht da war. Das war sehr schön. Ja, und ansonsten, Christopher Lauer war sehr glücklich. Das wäre soweit dazu.
Gibt es Fragen zu der Demo? Ja. Dazu nicht, aber die Frage wäre, müssen wir da noch jemanden zuständigen für die Umlaufbeschlüsse eintragen oder sind die schon soweit fertig? Das ist ja größtenteils auch schon durch. Das ist, oder meinst du jetzt, wo noch was getan werden muss? Ja, es geht nur darum, jetzt geht's wieder. Ich konnte eben nicht linken auf die Anträge. Nee, sind soweit schon fertig. Alles gut. Gut, dann kommen wir zum nächsten. Das nächste ist allerdings ein privates Ticket, weswegen ich nicht weiß, warum das Blatt hier drin steht. Würde es auch, weil ich es vorhin eingetragen hatte, weil Claudia mir die Nummern gesagt hatte und mir ist es dann auch aufgefallen, dass es privat ist. Und ich bin mir da auch nicht sicher, ob ich sowas gut finde, dass das privat ist. Ich will gerade hier nicht reingucken, denn ich weiß, dass die Kamera auf meinem Bildschirm guckt. Das heißt, wenn es privat ist, möchte ich das nicht. Das ist auch besser so, definitiv. Deswegen könnte man... Wenn, dann müssten wir diese Diskussion im Geschlossenen teilen. Genau, das ist immer... Also, wir haben ja alle schon reingeguckt, wir wissen ja, was drin ist, und da brauchen wir wahrscheinlich auch nichts mehr zu besprechen. Und wenn, dann tun wir es noch im Geschlossenen Teil. Gut, dann würde ich es nicht... Also, man kann ja kurz sagen, es geht, wie da schon steht, um den Fahrkostenzuschuss, weil das Copo-Barcamp ja letzte Woche stattgefunden hatte, da war noch Geld übrig vom... Fahrtkostenbudget und eine Person hat nachträglich noch beantragt, ausnahmsweise doch noch Geld zu bekommen aus diesem Budget. Ich finde, man sollte auch sagen, dass das passiert ist und der Antrag angenommen wurde, weil das eventuell auch andere Leute betrifft, die ähnliche Gründe haben und es dann unfair wäre, wenn die davon nicht erfahren. Ich habe dann gerade im Mund vollkommen mit meinem Kopf. Ich dachte, du redest länger. ja, das eigentlich zusammengefasst, das ist alles, was dazu sowieso zu sagen wäre, glaube ich. Dann weiter an das nächste, weil da gibt es dann jetzt bestimmt noch Redebedarf. Das nächste ist nicht der Umlaufbeschluss, der Rundmail an die Mitglieder mit dem schönen Hinweis eilt dahinter. Ja, und Kevin hat sich schon gemeldet, das heißt, Kevin darf reden. Ja, der Antrag ist durch ein Missverständnis zustande gekommen. Und zwar, Thomas hatte irgendwie gesehen, die Mail halt, dass dem Schleswig-Holstein-Bus Anmeldungen fehlen. Und hat dann aber in dem Ticket geschrieben, der / die Busse. Also das war nicht, also es war so zu verstehen, dass vielleicht unser Bus hätte abgesagt werden können. Was aber Bullshit ist, weil unser Bus ja bereits feststand. Also der Freitagsbus jedenfalls. Und deswegen... hat Thomas aber auch schon sehr kurzfristig mit Sandra telefoniert, um das zu klären. Der Beschluss steht zwar jetzt, dass wir irgendwas rumschicken. Den Beschluss können wir aber jetzt insofern nutzen, wenn da nichts dagegen spricht, dass Sandra halt jetzt in den nächsten Tagen einen Text vorbereitet und zu einem bestimmten Zeitpunkt halt allen gleichzeitig die Möglichkeit eröffnet, sich anzumelden. Wir müssen hier First Come, First Serve machen, also falls der Bus tatsächlich voll werden sollte, dass wir da nach Reihenfolge vorgehen und dann muss klar sein, dass alle gleichzeitig die Info erhalten. Und dafür lässt sich auch diese Rundmail benutzen. Claudia? Ich weiß nicht, von wem die Nachfrage kam. Möchte sie aber trotzdem nochmal stellen. Wie ist es generell mit dem Bus? Wird dort jeder befördert oder nur Mitglieder, die auch ihren Beitrag bezahlt haben? Das wurde, soweit ich weiß, nirgends kodifiziert. Das heißt, dass auch säumige Mitglieder bislang noch nicht ausgeschlossen sind per irgendeinem Beschluss. Das halte ich aber auch für gar nicht so verkehrt, denn wenn ich ein säumiges Mitglied bin und ich fahre zum ABPT, dann würde ich doch wohl die Gelegenheit nutzen, da die Mitgliedsbeiträge zu zahlen. Weil was will ich ohne Stimmkarte bei Bundesparteitag? Könnte ich gegen intervenieren. Das Mitglied könnte vorher bezahlen, dann wäre es nicht mehr säumig und könnte auch mitfahren. Also ich finde es problematisch, wenn man irgendwelchen Leuten den Bezahlstatus verrät, damit sie den am Eingang kontrollieren können oder so. Also wie nochmal bitte? Ich finde es nicht gut, wenn irgendwie Leute über den Bezahlstatus von anderen Mitgliedern informiert werden, nur weil sie irgendwie den Bus organisieren und voll machen oder die Leute da nicht reinlassen. Also ich finde nicht, dass diese Information, ob jemand bezahlt hat, rausgegeben sollte an
die Busorganisation. Das hat ja auch gerade niemand gesagt. Ja, aber wenn wir jetzt beschließen, wir wollen nur, dass diejenigen, die bezahlt haben, also die Mitgliedsbeiträge bezahlt haben, auch den Bus nutzen dürfen, dann führt das dazu, dass wir das machen müssen, sonst können wir diesen Beschluss überhaupt nicht umsetzen. Und das wäre auch ziemlich sinnlos. Ja, aber andererseits kostet dieser Bus sehr viel Geld und wir haben sehr wenig Mitglieder, die bezahlt haben, nämlich, um genau zu sein, 560 und von über 2000, um das jetzt mal alles zu runden. Und ich fände es schon gut, wenn da Menschen mitfahren, die auch bezahlt haben, weil ich meine, es hört sich bekloppt an, aber sind wir die Wohlfahrt? Und wenn es ein verminderter Beitrag ist von 12 Euro im Jahr, das muss man sich halt einfach immer wieder vor Augen führen. Es ist ja nicht so, dass wir Unsummen verlangen. Da wir geben da einen riesen Vorschuss an Geld für Menschen, die vielleicht gar nicht, auch nicht stimmberechtigt sind hinterher, die einfach sagen, och, es ist mal so toll, da mal hinzufahren und das alles andere interessiert mich eigentlich an der Partei nicht, warum soll ich da meinen Schärflein beitragen? Ja. Also der nächste Redebeitrag von Robert, der hat mich gerade ins Bett geschrieben. Einmal die Frage, eben was Kevin meinte, was sollen nicht bezahlte Mitglieder beim ABBT? Und die zweite Frage, ist der Bus denn potenziell voll? Weil nehmen wir mal an, der hat 50 Plätze und wir haben eh nur 40, dann ist es also für mich relativ egal, ob dann jemand da drin ist, weil für uns ist es der gleiche Preis. Was anderes wäre es jetzt, wenn wir tatsächlich 70 Anmeldungen haben für die 50 Plätze. Dann müsste man schauen, ob so eine Bedingungen daran geknüpft werden könnte. Aber solange der Bus nicht voll ist, kostet er uns, egal ob da Leute drin sitzen, ohne Beitrag genauso viel, wie wenn der Bus voll ist mit Leuten mit Beiträgen. Und ich gehe wie Kevin davon aus, dass Leute, die zum ABPT fahren, dort spätestens dort ihren Beitrag zahlen. Ja, ich möchte noch hinzufügen, dass es eigentlich, dass der Bus nicht als Geschenk an kostenlose Mitfahrer gedacht ist, sondern eher Spenden finanziert werden sollen. Das heißt, dass die Mitfahrer gebeten werden, Geld ins Schweinchen zu speisen. Und diese Bitte richtet sich natürlich nicht nur an diejenigen, die einen aktuellen Bezahlstatus haben, sondern auch an diejenigen, die säumig sind. Aber würde es dann nicht für diese Personen mehr Sinn machen, ihren Beitrag zu bezahlen, als Geld zu spenden? Ja, also ich ziehe dafür wirklich, am liebsten beides, ne? Ja, natürlich beides, aber ich persönlich sehe es so, erst einmal trage ich meinen Beitrag, das ist meine Pflicht, und dann kann ich das tun, wofür ich hinterher noch Geld übrig habe, um das jetzt mal übertrieben zu sagen. Also, nur mal eben die Frage, nicht, dass wir hier eine Schattendiskussion führen, besteht denn die Möglichkeit überhaupt, dass gerade Leute, also zum Beispiel in der Liste, soweit ich das sehen konnte, waren das alles aktive Piraten, die da mitfahren, und von denen gehe ich auch aus, dass sie alle bezahlt haben. Deswegen glaube ich gar nicht mal, dass wir in das Problem kommen, dass Leute ohne Mitgliedsbeitrag überhaupt mitfahren werden. Also ich habe es nicht kontrolliert. Ich könnte es theoretisch kontrollieren, habe ich nicht. Ohne also zu wissen, ob das so ist, kannst du immer davon ausgehen, dass auch aktive Piraten nicht bezahlt haben. Ja, also wie du schon sagtest, wenn wir sie um Spenden bitten, um mitfahren zu dürfen, dann fahren sie mit und die sagen, ja, Spende ist jetzt gerade nicht drin, aber wo ich gerade dabei bin, zahle ich mal den Beitrag. Ist doch super, dann haben wir mehr Beitragszahler. Also, richtig, aber das kann doch durchaus, wir haben ja noch reichlich Zeit. Ich denke, wenn man kommuniziert, dass nur Mitglieder mitfahren können mit diesem Bus, die auch bezahlt haben, ein Anreiz gegeben wird, den Beitrag zu bezahlen. Ich weiß nicht, wie ich das besser ausdrücken soll. Aber ich denke, das ist eine Pflicht, die jeder, der in dieser Partei Mitglied sein möchte, auch zu leisten hat. Und dann hat er das verdammt nochmal auch zu tun. Und nicht Sachen in Anspruch zu nehmen, für die wir bezahlen, aus diesen Beiträgen. Gut, als nächstes. Oder einen Teil dieser Beiträge, weil da kommen wir ja gar nicht mit hin. Erstmal ausrechnen. Was macht ihr mit potenziellen Leuten, die nicht Mitglied des Landesverbandes Niedersachsen sind, allerdings irgendwie in Niedersachsen wohnen oder ähnliches und diesen Bus gerne nutzen würden? Weil dann müssten die anderen Landesverbände die Mitgliedsdaten, die Bezahldaten dafür freigeben. Ja, und das könnte zum Beispiel Uwe, weiß das. Ja. Uwe kann dir alles sagen, wenn du sie, also nicht dir, aber könnte
was wiederum kritisch zu sehen ist. Ja. Also Uwe möchte gerade intervenieren. Das, ja. Also es geht ja nicht darum, die Mitglieder zu kontrollieren, ob die bezahlt haben oder nicht, sondern es muss ja irgendwo mal klar und deutlich gemacht werden, dass wenn ich Leistungen der Partei in Anspruch nehmen möchte, dass ich dann auch meinen Teil der Leistung dazu beitragen muss. Und dazu, ich habe einen Vertrag geschlossen mit der Partei, ich habe einen Mitgliedsantrag gestellt, da habe ich mich verpflichtet, den Beitrag zu zahlen, und das ist einfach Fakt. Wenn ich den Beitrag nicht zahle, dann habe ich keinen Anspruch auf irgendwelche Leistungen, die aus Beiträgen finanziert werden, weil wir finanzieren uns aus diesen Beiträgen. Und wenn das Schule macht, dass ich meinen Beitrag nicht bezahlen brauche und trotzdem überall hinkomme auf Parteikosten, das geht einfach nicht. Welche Motivation hat jemand, der seinen Beitrag bezahlt, das weiterhin zu tun? Welchen Sinn würde es machen, dass ich nächstes Jahr noch meinen Beitrag bezahle? Weil der Vorstand beschließt doch sowieso, ich kann überall für umsonst hinfahren. Naja, welchen Sinn macht es, den Beitrag nicht zu zahlen und trotzdem zum ABBT zu fahren, wo man nicht stimmberechtigt ist? So hinweise. Ja, Menschen, ja, mein Gott. Ja, ja, ne? Einfach ein bisschen wäschen, ein bisschen. Richtig. Verwalten, dann gibt's alles. Wir haben eine Aufgabe als Partei, wir haben eine Verpflichtung als Partei, und da müssen die Mitglieder ihre Pflicht dazu beitragen, und dann kann die Partei auch etwas dafür tun und etwas leisten. Das ist einfach die Grundvoraussetzung. Und hier jetzt zu sagen, ach ja, wenn wir noch Platz sind, lassen wir die mitfahren, lassen wir den mitfahren, machen wir dies, machen wir das, da ist keine klare Linie mehr drin. Es gehört einfach dazu, die Beiträge zu bezahlen, weil dann durch die Beiträge wird dieser Bus finanziert. Und mir wird die Motivation genommen, nächstes Jahr meinen Beitrag zu zahlen. Also ich glaube, die Frage ist, fängt dann an, interessant zu werden, wenn die ersten 50 Anmeldungen eingegangen sind, also der Bus voll ist, und unter diesen ersten 50 Leute tatsächlich sind, die den Beitrag nicht bezahlt haben, was ich gar nicht glaube, und dann beitragszahlende Mitglieder angewiesen werden müssen. Und ich glaube auch die Situation, also ich glaube sowohl, dass kaum ein Nicht-Beitragszahler mitfahren wird, als auch, dass der Bus nicht unbedingt voll werden wird. Ne? Also ich glaube, oder ich hoffe sehr stark, dass die Diskussion, die wir führen, mehr als flüssig ist. Aber was spricht denn dagegen, wenn wir uns einfach hinstellen und sagen, wir möchten, dass nur Menschen mitfahren, die ihren Beitrag bezahlt haben? Was spricht denn dagegen? Ich verstehe es nicht. Die Umsetzung. Ja. Die Umsetzung ist das kleinste Problem. Aber das Problem der Umsetzung kommt dann nachher, wenn sagen wir mal, gut, wenn jetzt der Glücksfall oder der Zufall eintritt, dass der Bus nicht voll wird. Aber wird der Bus voll, dann ist derjenige, der dann zu Hause bleiben muss und sagt, ich habe meinen Beitrag bezahlt, guck mal, ob die überhaupt die anderen ihren Beitrag bezahlen. Irgendwann muss dieses Thema auf den Tisch. Warum nicht von vornherein zu sagen, hier klare Linie, dann können die Diskussionen gar nicht erst aufkommen. Wenn ich jetzt zu Hause bleiben muss, weil der Bus voll ist und ich weiß, ich habe meinen Beitrag bezahlt, dann stelle ich mir doch die Frage, wer hat den Bus besetzt? Sind das Beitragszahler gewesen? Also kommt die Frage auf. Irgendwann muss das diskutiert werden. Irgendwann muss da eine Linie geschaffen werden. Okay, derjenige, der zu Hause bleibt. Also die Situation, die du gerade beschrieben hast, die hat zwei wichtige Voraussetzungen, die ich beide für unwahrscheinlich halte. Nämlich erstens, dass Nichtzahler mitfahren und zweitens, dass der Bus voll wird und jemand abgewiesen werden muss. Aber ich gebe dir insofern recht, ja. Wenn wir überhaupt gar nicht drauf gucken, wie der Bezahlstatus ist, dann wird derjenige, der zu Hause bleibt, das ist ja nur noch einmal unwahrscheinlich und nicht doppelt unwahrscheinlich, dann wird er einfach nicht wissen, ob das komplett Beitragszahler waren oder vielleicht ein säumiger Zahler mit dabei war. Das ist durchaus möglich und das ist eine fiese Frage in der Situation. Also auch bei der Umsetzung, dann müssten wir auch tatsächlich mit Anmeldung arbeiten, sodass nicht mehr relativ spontan jemand dabei sein kann, weil man müsste ja erst noch überprüfen, hat die Person bezahlt. Also es kommt natürlich dann auch darauf an, je nachdem, wer dann das überhaupt überprüfen kann, wie kurzfristig er das dann oder sie das in der Woche dann überprüfen könnte, weil sonst muss teilweise eine Woche vorher die Anmeldung erfolgen, damit das noch kontrolliert werden kann. Anmeldung ist vorgesehen. Anmeldung ist vorgesehen? Eine verbindliche Anmeldung wird es. Okay, dann ist mein Redebeitrag obsolet. So, zu dem Argument, dass man den Organisator des Busses damit beauftragen kann, das sehe ich auch nicht. Man kann ja durchaus den Mitgliederverwalter oder eine andere geeignete Person mit entsprechendem Datenzugriff beauftragen, mal einen Blick über die Liste schweifen zu lassen und gegebenenfalls
die betreffenden Mitglieder direkt zu kontaktieren, ob ihres Verhaltens. Das ist eine gute Sache, ja. Jetzt die Frage, die Mitglieder aus NRW, Bremen und Schleswig-Holstein, die sich in unser Bus verirren sollten, kriegen wir die auch mit abgedeckt? Könnte ich gucken, ja. Darfst du auch? Das weiß ich nicht. Aber das kannst du klären und so nur ja, mit dem Gensek des jeweiligen, das sind ja Einzelfälle, mit dem Gensek des jeweiligen Landesverbandes abstimmen. Ich denke, das sollte das kleinste Problem werden. Ich meine auch das Argument so, denn dann weiß ich, ob irgendwer seinen Beitrag bezahlt hat. Das ist auf jedem Parteitag ist das so, dass dort nur die eine Stimmkarte haben, die ihren Beitrag bezahlt haben. Da kann ich auch sehen, oh, mein Nachbar hat keine Stimmkarte, der hat bestimmt nicht bezahlt. Also diese Argumente zu sagen, ne, es ist immer zweischneidig. Es ist einfach wichtig, denke ich mal, ein Signal zu setzen, ob wir das dann kontrollieren. Wir müssen es kontrollieren, wenn hinterher jemand sagt, ich muss zu Hause bleiben, guck mal, ob die überhaupt alle dürfen, ob die überhaupt alle bezahlt haben. Aber wir müssen ja nicht von vornherein kontrollieren, sondern uns muss die Kontrollmöglichkeit gegeben werden. Ich würde empfehlen, in der Informationsmail, die an alle Mitglieder geht, einen deutlichen Hinweis reinzuschreiben, dass es sich um einen Bus für stimmberechtigte Mitglieder handelt. Ja. Die Kontrolle muss ja nicht stattfinden. Man kann eine Prioritätsregelung einfach anpacken. Man kann reinschreiben, dass du meinst im Falle, wenn der Bus voll ist, oder? Nee. Nein. Nee. Nein. Das war gerade eine Rückfrage, was er meint mit Priorität. Ja, er meinte das, aber ich bin dagegen. Wir kontrollieren ja auch nicht, ob jemand ermäßigt, die Berechtigung zur Ermäßigung hat. Ne? Und genauso könnte man hier jetzt auch stimmberechtigt. Ne? Ja. Stimmberechtigt. Die Stimmberechtigung setzt nämlich voraus, dass keinerlei Zahlungsrückstände da sind. Damit sind es automatisch Zahlende. Kannst du nur stimmberechtigt, wenn ich auch erkenne? Bitte? Du kannst aber auch die Stimmrechtsdurcherkennung verlieren. Okay? Man kann auch stimmberechtigt sein, ohne abstimmen zu dürfen auf dem BPT. Wenn man für das aktuelle Jahr noch nicht bezahlt hat und der BPT hat erst 3 Monate gestartet. Das ist auch ungünstig mit dem Stimmberechtigt, wenn ich das mal kurz einwerfen darf, weil es gibt auch Menschen, die ihren Beitrag bezahlen und trotzdem nicht stimmberechtigt sind. Hä? Ja. Ja, nicht Deutsche. Ach so. Ja, auf dem BPT sind die BPT. BPT? Du meinst eher auf Aufstellungsverlagerung. Ah, okay. Dann. Das Einzige, was passieren kann, ist, dass ein Schiedsgericht Urteil gesagt hat, der ist jetzt nicht stimmberechtigt. Aber mir wäre nicht bekannt, dass wir sowas haben. Wir besprechen gerade die ganz krassen Fälle, die nicht mitgekommen sind. Okay, ich nehme meinen Einwand zurück. Stimmenersatz. Das aktive Wahlrecht kann entzogen werden? Mitgliedsrechte, das erzählt ja, das schon. Kann das aktive Wahlrecht entzogen werden? Das haben wir, glaube ich, noch nie gemacht, aber das kann ich gerade nicht glauben. Steht zumindest in der Satzung. Ob es geht, ich weiß ich nicht. Das haben wir gleich auch nicht mehr. In so einer Partei wird es ein Mitgliedsrecht. Kannst du ja nach England gleich alles sehen. Nicht, dass es falsch ist. Ich auch nicht, aber... Ich halte die Empfehlung eigentlich für sehr tauglich. Gibt es da irgendwelche Gegenreden oder wollen wir einfach sagen, da brauchen wir keinen Beschluss, sondern machen das einfach so? Vielleicht sollte eine Person, die mit Sandra darüber sprechen kann, das mit ihr absprechen, ob sie das für sinnvoll hält als Organisatorin. Ich denke, Ganzes. Das liegt in unserer Macht und nicht in der Organisation. Aber dann brauchen wir einen Beschluss dafür, finde ich. Ja gut, hiermit stelle ich dann eben einen Antrag auf Umlaufbeschluss, dauert aber ein bisschen, weil mache ich nachher irgendwann eine Eventpause ist. So einen Beschluss würde ich dann aber lieber bei der nächsten. Genau. Also, ja, sodass, ich kann noch einen Umlauf machen, dann können wir den Mittwoch genau. Noch abstimmen. Du kannst den auch regulär stellen, wir können weil die 3 Tage sind ja sowieso noch eingehalten. Ja, so wenn du ihn bis morgen stellst. Weil mich eben gerade halt auch interessiert, was Sandra zum Beispiel dazu meint als Organisator. Ja, vor allem die Umsetzbarkeit. Aber ich glaube, dass Sandra da relativ wenig mit zu tun hat. Und die Umsetzbarkeit wenn wir jetzt ist vorab uns angucken. Also wenn du will, Claudia, sich die angucken. Wir brauchen uns die ja nur an. Also die Mitglieder sollen wissen, dass das normalerweise, dass sie Leistungen nur in Anspruch nehmen können, wenn auch Beiträge gezahlt werden. Weil aus Beiträgen werden diese Leistungen finanziert. Und ob wir das dann
am Ende kontrollieren. Das hängt davon ab, wenn sich 100 Leute anmelden, wir haben nur 50 Plätze, dann müssen wir es kontrollieren, damit die, die ihren Beitrag bezahlt haben, nicht benachteiligt werden. Und wenn nun alle 100 ihren Beitrag bezahlt haben, so what, dann fällt ihr. Dann der first come, first serve. Genau. Das wäre das Optimum. Genau. Okay. Gut, du machst einen Antrag. Dann war das Thema drin. Ich würde ganz gerne noch mal zu diesem Umlaufantrag eine Sache. Genau, wir waren ja ursprünglich bei der Rundmail. Genau. Uwe, schön, dass du da bist. Du hast ja das Ticket irgendwie eingestellt, eine verschlüsselte XLS-Datei. Ja. Und zwar mit wahrscheinlich Mitgliedsdaten. Ich konnte sie natürlich nicht entschlüsseln. Ja. Das war Sinn der Sache. Ja. Ich habe das Ticket erstmal auf privat gestellt, weil ich das für nicht gut hielt. Ja. Und dann aber Helena hat mir gesagt, ich kann die Datei auch einfach löschen. Ja. Habe ich schon zu machen. Okay. PGP alleine als Schutz reicht nicht. Also ich kann nicht PGP-verschlüsselte Mitgliedsdaten öffentlich stellen, also in ein öffentliches Ticket oder an beliebige Leute per Mail schicken oder so. Oder auf die Mailingliste oder was oder als Wiki. Weil GPG halt kein Forward Secrecy unterstützt. Das bedeutet, das sollte irgendwann in 5 Jahren Helenas Schlüssel rauskommen, dann kann jemand, wenn er diese, dann holt er sich die 5 Jahre alte Datei und entschlüsselt die. Nein. Deswegen ist PGP alleine nicht ausreichend. Das heißt, solche, also wenn Mitgliedsdaten irgendwie verschlüsselt ins Ticketsystem kommen, dann müssen die halt zusätzlich geschützt sein. In dem Fall hätte mindestens der Ticketbeitrag auf privat gestellt werden müssen. Eigentlich gehört sowas aber auch nicht in so ein Projekt, sondern in ein besonders geschütztes Vorstands-, Mitgliedsverwaltungsprojekt. Können wir ja für diesen Zweck einrichten, ein Projekt, über das du mir das geben kannst oder jemand anders reinkommt. Ich habe das eigentlich bisher so, oder habe ich so gehandhabt, dass ich, wenn das Ticket praktisch erledigt ist, also wenn Helena die Daten jetzt runtergezogen hat, dass dann die Datei gelöscht wird. Also dann gehe ich mal auf Papierkorb löschen und dann ist sie genau. Ah, ja, okay, verstehe. Ja, ich fürchte, das reicht eben nicht. Okay, gut. Weil halt in der Zwischenzeit, auch wenn das nur ein paar Tage sind, alle möglichen Leute sich das runterladen können. Ja, okay. Dann werde ich immer attraktiver als Ziel für böse Menschen, die mir meinen Key klauen wollen. Ja klar, selbst wenn du deinen Schlüssel irgendwie in 2 Jahren revokst und durch einen neuen ersetzt, selbst dann kannst du später immer noch. Sollte das gerade das liegen, das Thema. Das Gute ist ja, den alten, den kriegt ja ich nicht mehr. Selber. Wäre ganz froh, wenn den mal jemand knackt. Gut, also ich wollte nicht böse sein, sondern es ist mir aufgefallen. Okay. Gut. Von mir war es jetzt absolut. Okay. Wir haben jetzt immer noch die Frage, gibt es dazu noch irgendwie zu dem Ursprung, zu der Rundmail noch irgendwelchen Redebedarf, weil wir sind ja so die ganze Zeit immer davon abgeschwiffen. Jetzt, wo die Einladung auch rausgegangen ist, macht das vielleicht Sinn. Ich hätte es ein bisschen komisch gefunden, seine Mail zu versenden, bevor die Einladung für den BPT überhaupt da ist, weil dann wissen viele eventuell überhaupt nicht, wovon die Rede ist. Leute, die halt nicht vor der offiziellen Einladung mitkriegen, dass an der stattfindet. Aber die Einladung ist ja heute raus. Ja, genau. Das heißt, dieser Punkt, den ich noch hatte, ist egal. Aber mir fehlt halt nur der Text, dann kann ich es verschicken. Mhm. Okay. Weitere Wortmeldungen, Fragen, Anmerkungen, Wünsche? Scheint nicht so. Gut, das nächste ist ein leerer Schlussbaustein. Und dann kommt schon Sonstiges. Dann sind wir schon bei Sonstiges. Da werden wir so mit der letzten Präsenz zu wahrscheinlich sehr viele Sachen einfach haben. Ach ja, du hast ja irgendwie Ahnung von diesem komischen Spiel mit den Bällen und diesen eckigen Dingern. Wann müssten wir los, damit wir nicht von den Fußballfans überrannt werden? Ah! Ich dachte, du meinst gerade irgendwie so ein Facebook-Spiel. Nein, das Spiel beginnt 15:30, 17:20 sind die fertig. Das heißt, alles danach ist böse. Alles danach macht keinen Spaß mit dem Zug. Okay. Genau. Ja, es ist ja noch früh. Ja, muss man nur früh. Hat jemand etwas gegen 5 Minuten Pause? Nichts Plausibles, deswegen können wir machen. 5 Minuten Pause.
Kannst du gleich mal. Ja, gut, das ist jetzt ein bisschen doof. Robert sagt irgendwie 14:30 oder was? Ja, dann sollten wir die Mittagspause so legen, dass wir dann fertig sind. Oh, super. Ja, ja gut, also wir haben halt mit Robert mindestens noch den einen Punkt zu sprechen. Also wenn der 14:30 da ist. Ja. Und noch eine kurze. Ich denke mal, bei der Besprechung werden wir auch noch Sachen da haben, wo wir Robert dabei haben. Ein Punkt auf jeden Fall in der geschlossenen. Und noch ein Ticket. Stimmt, na, gibt es hier irgendwo eine geschlossene? Also nach der Brücke ist das dann hier aus. In Delmhorst nicht, aber da ist es von Oldenburg. Okay, dann wissen wir da gleich hin. Aber ich kaufe dir nicht ab, dass du mit dem Passwort hier nichts zu tun hast. Ich bin unschuldig. Also da stand er heute Morgen schon an Bord, da war Kevin noch gar nicht da. Sagst Fußballfängen um 15:30 an, die Leute waren schon mit uns um 11 oder um 10 im Das Bremen. Ist normal, die sind dann schon vorher trinken da Bier und sowas alles. Das ist eine Kultur, die ich nicht verstehe. Okay. Wahrscheinlich gehen die einfach jedes Spiel zur selben Uhrzeit los. Ja, aber damit sie auch das früher aufstehen, wenn sie irgendwie nach Bayern fahren. Die waren jetzt irgendwie gegen so 10:30 in Bremen. Und dann müsstest du auch noch berechnen, die kommen aus Berlin. Jetzt braucht nur der Zug von Berlin nach Hannover Verspätung, dass sie schon eine Stunde später erst den Zug kriegen. Und ja, aber es waren trotzdem also 5 Stunden früher, die nie da waren. Ja, okay, mit dem Koma sind es 4 Stunden früher. Du musst sowieso 2 Stunden früher ohnehin schon da sein, wenn du irgendwie halbwegs dort hin willst. Ach so, das wusste ich gut. Ja, ja, also zumindest als Gästefans. Als Heimfans ist es noch... Also, 16.54 Uhr wäre dann der Zug, den wir nehmen sollten. Also, später geht dann auch nur, wir sollten nicht genau den erwischen. Das wäre der 17.40 Uhr wahrscheinlich? Genau, der ist böse. Also, da könnten schon, ich weiß nicht, wie viele Stunden, Minuten man vom Bahnhof zur Halle braucht. Keine Ahnung. Wie? Ja, das Stadion, wie viele Minuten zu Fuß ist das vom Bahnhof entfernt? Oder wie viele? Die nehmen den 17.40er höchstwahrscheinlich. Ja, genau, und dann sollten wir um 16.54 Uhr auf jeden Fall den Zug nehmen. Mhm. Ich hätte auch nichts dagegen, den früher zu nehmen, 1,5 Stunden früher, aber warte mal. Der 17.40er ist in dem Horst. Ah, dann dort sogar noch ein Momentchen später. Da kam mir gerade der Gedanke, weil vielleicht die Zwischeneinhalte. 17.18 Uhr, du meinst, das, also... Was? 17.18 Uhr fährt der Zug. In Bremen? In Bremen, der hier um 16.54 fährt. Achso, ja, da dürften noch keine Fans drin sein. Okay. Und der eine Stunde später irgendwie so, der ist komplett überfüllt. Ja. Der tut dann weh. Mhm. Ansonsten würde um 15.40 vorher einer fahren. Den könnten wir theoretisch nehmen. Ich denke mal, so schnell werden wir nicht durch sind, sonst wäre das für Robert schlecht, wenn er nur für so ein paar Minuten hierher kommt. Ja, das wäre ein bisschen doof. Ich warte eigentlich nur gerade darauf, dass von irgendeinem dummen Kommentar im Chat gerade kommt auf das. Aber gut, dann haben wir das geklärt. Das heißt, ich bin dann so gegen 8 Uhr wieder im Schwimmen. Gar nicht mal so spät. Vor allem, wenn ich auch noch einkaufen. Hätte ich gar nicht gerechnet. Ja, Robert, darüber können wir heute auch noch reden. Allerdings haben wir keine Anträge und wir haben deswegen... Aber wir können drüber reden. Und schon mal also, im Patch steht ja schon was von Kevin. Ja. Und wir können da gerne drüber reden. Wir sollten nur den Zug vor dem Fußball bekommen. Vor dem Fußball. Ja, kriegen wir irgendwie. Aber wir können auf jeden Fall schon mal drüber reden, so was wir mit unserer GO machen können und können ja dann schon danach Anträge formulieren, die wir dann mal demnächst dann Bildschirm fixiert ist. Okay,
mein Bildschirm ist sehr. Ja, weiter machen wir.
geht man hier für kleine Vorsitzende? Der ganze Lavo ist gerade dann geschlossen hintereinander. Ja. Da durch und dann links und da hinten ist das Klo. Da ist gerade Claudia drauf. Wir haben nur eins. Dann habe ich dieses Protokoll zugeschrieben, dass ich dann kurzzeitig und E-Mail-Adresse auf dem Twitter immer wenn ich es habe, an wen ich was geschickt habe. Ich bin gerade am Formulieren hier. Ne? So. Kann das so schreiben mit Fahrgelegenheit im Bus zum Apotheke? Das ist ein guter Titel. Oder? Ja. Hiermit stelle ich den Antrag, dass in dem von LAVO finanzierten Bus, kann das so machen? Mhm. Mitfahren dürfen. Richtig? Mhm. Reicht, ne? Ja. Okay. Wir können uns jetzt übrigens auch ganz selber sehen. Hab den einfach mal dorthin geschmissen im Screen. Ja, sofern du es bis morgen stellst und dann, ja, jetzt grad, ja, dann einfach so machen. Dann haben wir das für Mittwoch. Dann geht das auch noch einmal über die Aktive eben durch den, genau, da hast du recht, das ist gut. Durch, ja, den Antragsport. Ja. Von dir. Du bist auch nicht von dir. Ich bin nicht von hier. Doch, ja, wir haben im Osten schon einen Tipp gekriegt. Genau, Grieche oder Türke. Links-Türke, geradeaus. Welcher dafür irgendwie so 20 nach bis halb 2 oder so, dass wir dann unterwegs sind. Beim Türken bin ich da ungebunden. Damit wir ungefähr, wenn Robert kommt, fertig mit Essen sind. Also das macht, denke ich, irgendwie so 20 nach bis oder halb oder so. Nach 1. Genau. Das würde dann eben mit der Zeit... Ich würde jetzt warten wollen, dass man... Gibt es hier irgendjemanden, der nicht zum Mittag raus will? Kommt drauf an, ob Olli bis dahin da ist, weiß ich noch nicht. Ah, okay, weil ich habe jetzt als einzigen den Schlüssel. Okay, ah, den könntest du. Ja? Ist er wieder da. Das ist alles gut. Ja, dann sind wir jetzt bei sonstigen und LGS Garage von Claudia eingetragen. Mach das nicht das. Ach so, ja, das okay. Ist, ja, okay. Das ist einfach nur eine Sache, die ich mal in den Raum werfen wollte, beziehungsweise anregen wollte. Wir hatten ja ein Treffen, auf dem Helena auch war.
Da hatte ich mal die Frage gestellt, inwieweit die Garage der EGS genutzt wird. Das heißt, was steht da drin? Daraufhin wurde mir gesagt, dass außer jetzt im Moment, wo halt auch Wahlplakate natürlich da drin sind, unter Umständen, außer, ich meine, es waren zwei Tische, Helena, korrigiere mich, wenn ich was Falsches sage, nicht wirklich noch was drin steht, die in der Hauptsache dafür vorgehalten wird, falls mal Materialien dort ankommen, was aber in der Regel ja auch nicht mehr der Fall ist, weil Materialien ja in Hannover gelagert werden, also Giveaways und diese ganzen Sachen. Also falls jetzt mal, sage ich mal, ein Kompass fehlgeleitet würde oder so. Die Frage wäre halt, dass wir uns mal, ob wir uns mal überlegen wollen, diese Garage nach dem Wahlkampf, ich will ja jetzt niemandem was wegnehmen, wenn es für den Wahlkampf genutzt wird, diese Garage nicht kündigen können. Denn das sind immerhin auch so 600 Euro im Jahr, die wir durchaus sparen könnten für einen Lagerplatz, den wir eh nicht wirklich benutzen. Diese zwei Tische, die dort lagern, könnte man genauso gut in unserem vorhandenen Lager in Hannover lagern. Ich wollte es einfach mal im Raum zur Diskussion stellen. Also die Aussage von Hildesheim war halt, dass die auch eigentlich nicht damit rechnen, dass da solche größeren Dinge angeliefert werden, aber dass irgendwie mehrfach in der letzten Zeit, also im letzten Jahr passiert sei, dass da einfach was ankam, was die dachten, dass nach Hannover gehen würde und dann mussten sie das halt da lagern. Also, ja, aber was soll es gewesen sein? Das habe ich jetzt nicht gefragt. Zum einen diese Kompasse oder so, irgendwie vor ein paar Monaten war das, glaube ich. Aber ja, der Bedarf für den LV ist erstmal nicht mehr da, für die Garage. Ich denke, darum sollte es uns gehen. Ne? Es besteht dieser Bedarf für den Landesverband und wenn er nicht besteht, ja, einfach ins nächste Treffen mit der EGS mitnehmen und dort einmal mit denen absprechen. Ob ich hatte das ja schon, wie gesagt, angesprochen. Ach so, okay. Und das war halt der Konsens. Die haben ja deshalb gesagt, ja, es wird zurzeit eigentlich nicht für den Landesverband genutzt, weil der Bedarf halt nicht vorhanden ist. Also Hildesheim hat gegen eine Abkündigung nichts? Die Frage wurde so explizit nicht gestellt. Ich habe gefragt, was da drin liegt. Was ja auch erstmal legitim ist, um überhaupt erstmal zu sehen, ob ein Bedarf bestehen kann. Nur wenn ich nicht erkennen kann, dass ein Bedarf besteht, weiß ich nicht, was für Sinn es macht, die da aufrechtzuerhalten. Ich meine, 50 Euro im Monat ist Geld, ne? Ja, klar. Ja, man müsste so konkret auch mal eben mit Hildesheim sprechen und sagen, ist irgendwas, was da jetzt wirklich noch gegen spricht. Also kann man wirklich versichern, dass das ankommende Material nicht mehr nach Hildesheim fehlgeleitet wird. Gut, ich habe gerade noch weitere Wortmeldungen kamen. Also, wie gesagt, was soll ich jetzt tun? Soll ich da nochmal hinschreiben und fragen? Nochmal explizit konkret fragen. Okay. Und ja. Genau, also quasi sagen, ja, wenn es keinen Grund mehr gibt. Also, wir sehen erstmal direkt keinen Bedarf als Landesvorstand mehr für die Garage. Dass wir fragen, ob die noch irgendwie sehen, dass der Landesverband die unbedingt bräuchte. Irgendwie nochmal explizit fragen und darauf hindeuten, dass wir die sonst kündigen. Weil, wie gesagt, ich gehe von einer Kündigung. Ja, natürlich müssen wir das entscheiden. Ja, aber es wäre zum Beispiel gut, wenn wir das mit Hildesheim absprechen und dass die dann den einfach vielleicht übernehmen können. Aber also, ich würde die ja auch nicht kündigen, ohne ihnen Bescheid zu sagen, aber wir müssen davon ausgehen, dass wir eine 3-Monats-, also ich gehe jetzt mal, ohne dass ich den Mietvertrag aus dem Kopf weiß, von einer gesetzlichen 3-Monats-Frist aus. Das hieße also, wir hätten sowieso keine Schmerzen hinsichtlich der Wahl und irgendwelcher Übergangslösungen und auch reichlich Zeit, diese beiden Tische, die da wären, umzulagern, sage ich jetzt mal. Und ich sage mal so, selbst wenn da jetzt mal eine Ladung Kompasse ankommen würde, könnte man die auch, denke ich, mit jedem PKW mal eben nach Hannover fahren. Und wenn es mit Kostenbeteiligung ist, sage ich mal, für den Sprit, den das kosten würde, würde aber mit Sicherheit nicht auf 600 Euro im Jahr kommen. Nur weil vielleicht mal irgendwann ein Paket ankommt, eine Garage für monatlich 50 Euro, sehe ich überhaupt nicht gegeben. Ja, genau, deswegen das gerade von mir genannte Vorgehen, dass du denen sagst, wir sehen keinen Bedarf mehr, seht ihr noch Bedarf für den Landesverband, sonst
würden wir kündigen, beziehungsweise euch die Übernahme anraten. Und das reicht dann, denke ich, erstmal. Dann wäre die Antwort. Dann wird das wahrscheinlich von unserer Seite gekündigt. Das Gespräch hast du doch schon geführt, oder? Ja, natürlich. Nee, nicht weitgehend genug. Es wurde ja nur die Frage gestellt, oder Claudia, du hast ja gefragt, ja. Was, wofür nutzt ihr das? Genau. Aber eben nicht, wir kündigen, was ich habe Ihnen aber auch gesagt. Ich habe Ihnen aber auch gesagt, Helena, dass die Überlegung im Raum steht, das uns zu kündigen. Ah, und was war da ganz konkret? Ja, das eben, es ging hauptsächlich darum, dass eben eventuell mal Material ankommt, was eben nicht da für Hildesheim bestimmt ist, in größeren Mengen, also wie dieser Kompass, das mal passiert ist. Ja, aber jetzt und sie man sich nicht den Lagerraum in der Geschäftsstelle damit vollstellen möchte. Ja, aber jetzt, und das jetzt eben noch Plakate lagern. Also jetzt kannst du das eben nochmal mit anderem Gewicht sagen, weil ich würde vermuten, dass wir jetzt alle eher der Meinung sind, dass das keinen Bedarf für den LV gibt und du sagst, das ist die Vorstandsmeinung, dass wir das kündigen wollen, wenn kein wichtiger Grund dagegen spricht und dass ihr das dann abklärt und wir das danach nochmal explizit beschließen. Mein Vorschlag wäre, wie wäre das denn, wenn ich ein Ticket einstelle, was ich aber erst nach der Frist zu der nächsten Sitzung einstelle, also einen Antrag an den Vorstand mit der Kündigung der Garage und Hildesheim anschreibe und ihnen sage, dass wir dieses Ticket einstellen und sie ja dann auch nochmal Zeit haben, in dem Ticket ihre Meinung zu geben und wir können das dann bei der nächsten Vorstandssitzung abarbeiten, dann hätten wir, genau, dann hätten wir nicht wieder so eine elende Verzögerung, wenn dann keiner antwortet oder was auch immer. Okay, das können wir genauso machen. Was haltet ihr davon? Das ist ein guter Plan. Gut. Dann mache ich das. Okay. Dann jetzt eben so die Zwischenrunde, wer es gelesen hat, Robert ist jetzt gerade losgefahren. Das heißt, demnächst ist er da. Entschuldigung, wir hatten vorhin noch vergessen. Genau, da ist nicht, nach der Unterbrechung hatte ich es vergessen. Hagi hatte vorhin in den Chat geschrieben, er war kurzzeitig da, hat den Kontostand durchgegeben. Deswegen gehe ich auch mal eben kurz ganz nach oben. Langes Ticket ist lang, langes Bett ist lang. Wurde auch schon von Kevin, glaube ich. Warte, das ist falsch. Nee, Kevins Farbe ist auch gar nicht. Ich habe mich verrechnet. Irgendwer hat es schon eingetragen und. Klar, ich habe mich verrechnet. Das ist dann eine 2 sein und keine 3. Ja. Ja. Gut, also der neue Kontostand liegt bei 120.000 ungefähr. Insgesamt bei 120.200 irgendwas. Helena rechnet nochmal gerade nach, wie viel das genau ist. Ansonsten ist von Matthias zu berichten, dass eben die Parteienfinanzierung 2012 an alle KVs ausgezahlt worden sind. Und alle informiert worden sind und den Etat 2014 stellt er am Montag vor. Und bei ganz wichtigen Fragen ist er noch telefonisch erreichbar, aber nur wenn es schnell geht. Gut. Lassen wir ihn mal in Frieden. Genau. Denke ich auch. Ich glaube, ganz dringende finanzielle Entscheidungen haben wir auch heute nicht auf der Liste. Dann, jetzt ist 13.06. Okay, dann den nächsten Punkt, LMVGO. Kevin, machst du das? Ja, gut. Und zwar bei der letzten LMV hatten wir die ganz ungünstige Situation, dass plötzlich alle nicht stimmberechtigten den Saal verlassen mussten. Das war eine Scheißsituation. Und wir haben ja auch den Nachgang erlebt, so dass dann alle möglichen Anträge auf Ordnungsmaßnahmen und was auch immer alles noch bei uns einging. Und nach außen hin wirkte das natürlich total scheiße. Einen Vorwurf möchte ich da überhaupt keinen draus machen, weder dem Antragsteller noch dem Versammlungsleiter noch irgendwem. Die haben alle irgendwie geglaubt, das Richtige zu tun. Und ich glaube auch, dass zum Beispiel der Versammlungsleiter in dem Moment keine andere Wahl hatte. Es ist aber so, dass ich ganz gerne in Zukunft sowas irgendwie verhindert sehen möchte. Und eine Möglichkeit dafür wäre halt, die Geschäftsordnung so zu ändern, dass solche Anträge einfach nicht zulässig sind. Man müsste den GO-Text einfach ein bisschen ändern und den dann der NMV vorschlagen, der nächsten. Das in Verbindung mit dem anderen Vorhaben oder mit der anderen Sache, dass wir dieses Protokoll mit geschwärzten Namen veröffentlichen, das sind, glaube ich, zwei wirksame Maßnahmen, um da jetzt insgesamt die noch verbliebene Unzufriedenheit insgesamt loszuwerden.
Was haltet ihr davon, dass wir die GO entsprechend anpassen und der nächsten LMV vorschlagen? Ja, passen kann im Prinzip jeder. Es ist immer die Frage, wer fühlt sich für GOs sicher genug, um sowas auch umzusetzen. So ist es, aber wenn sich keiner findet und die GO dann gar nicht geändert wird, das ist dann natürlich kacke. Also, und so im letzten Moment, weil es kein anderer gemacht hat, dann schnell irgendwer notfallmäßig, dann wird auch in der Regel nichts Gutes draus. Ich glaube, wir haben jetzt irgendwie reichlich Zeit. Jetzt könnten wir irgendwie versuchen, jemanden aufzustellen, das als Vorschlag zu formulieren. Wir können ihn auch als Vorschlag des Landesvorstands formulieren, wenn da der Text fertig ist und ein Beschluss draus wird. Dadurch hat er ein gewisses Gewicht. Wir können als Landesvorstand sagen, dass wir uns in der Zwischenzeit zuständig gefühlt haben und da jedenfalls diesen Vorschlag unterbreiten. So dass ich halte es für gut, wenn wir das vorbereiten. Ja, ich kann mal Kontakt mit Menschen, die sich mit sowas auskennen, aufnehmen und die fragen, ob die Lust hätten, an sowas mitzuarbeiten. Und wie soll das dann praktisch aussehen? Sollte das dann auf einer Vorstandssitzung gemacht werden, die Ausarbeitung dieser GO, oder wie stellt ihr euch das vor? Weil wenn es jetzt vom gesamten Landesvorstand also dahinter stehen sollen, dann würde das ja Sinn machen, oder? Ich denke mal, die Ausarbeitung vorher wird außerhalb einer LAFO-Sitzung sein. Allerdings dann die fertige Version, die würde dann dem LAFO vorgestellt werden, der würde abstimmen und diese dann dadurch in die LMV einbringen. Also, dass nicht mehr die Wortausarbeitung so dort gemacht wird, sondern das schon im Vorhinein. Okay. Der Vorstand müsste dann natürlich beschließen, dass er das als Vorstandsvorschlag vorbringt. Weil ja, das kommt Vorschlag der Inhalt an, ne? Kann man ja vorher nicht schlecht sagen. Ne? Ja, natürlich. Also ich möchte einfach nur noch mal darauf hinweisen, wir haben damals diese Umfrage gemacht, die auch vorher abgestimmt wurde und dann hinterher der Text kam, beziehungsweise die Fragen kamen und so etwas würde ich also ungern nochmal so haben wollen. Also wenn, dann würde ich erst gerne wissen, über was ich abstimme, ohne dass das hinterher noch geändert wird. Ja, natürlich, klar, da müssen wir vorsichtig vorgehen. Ich glaube, hier geht es um eine ziemlich geringfügige Änderung, nämlich nur mit dem Ziel, dass datenschutzrelevante Anträge einfach nicht LMV-Anträge sein können. Ich sehe es als Kleinigkeit an und intuitiv glaube ich, dass eine LMV einfach für irgendwelche Ordnungsmaßnahmen einfach mal verdammt nochmal das falsche Gremium ist. Das steht aber einfach nicht in der GO. Diese Regelungslücke will ich da an der Stelle einfach gern schließen. In der Satzung steht auch nicht, dass die LMV darüber entschließen muss, außer bei Sachen gegen Gliederung. Ja. Wobei die Satzung halte ich ja auch wieder für die falsche Quelle, sondern da sollte man. Ich glaube, die GO ist da wirklich das Beste. Das passt. Ja, aber wenn in der Satzung steht, dass geht und wir schreiben halt die GO, das geht nicht, dann widerspricht die GO der Satzung und im Zweifel verliert die GO. Ja, es ist ja dann auch in der Satzung steht, dass vom Vorstand das beschließt, allerdings wird dann auf der LMV ein Antrag auf Ordnungsmaßnahme beschlossen. Also es wird nicht die Ordnungsmaßnahme an sich beschlossen, sondern dass die LMV quasi sowas beantragt. Und dadurch geht es wieder. Meine ich aber nicht. Ich meine den hypothetischen Fall, dass es in der Satzung stehen würde, dass das eine LMV beschließen könnte. Wenn das so wäre, dann würde eine Änderung der GO genau gar nichts bewirken, weil die wäre im Zweifel unzulässig, weil Satzungswiderspruch. Aber es steht ja nicht drin. Genau. So hätte, wenn und aber, oder wie war das? Ja, gut, also inhaltlich nehme ich an, sind wir jetzt d'accord, dass wir grundsätzlich den Weg gehen wollen. Es wird irgendwas vorbereitet und dann kriegen wir natürlich auch 72 Stunden vor irgendwelchen Anträgen die Texte zu Gesicht. Oder von mir aus können wir das auch noch intensiver gemeinsam machen, damit es da keine offenen Fragen mehr gibt. Jetzt habe ich gerade was nicht mitgekriegt. Was steht euch 72 Stunden vorher so für Antragstext an den Landesvorstand. Okay. Die nicht als Umlaufbeschluss eingegangen. Ja, alles klar. Genau, wir haben keine Dringlichkeit. Weil wir gerade bei LMVGO waren, deswegen war ich jetzt. Ja, die Idee war, dass der Landesvorstand einen Vorschlag für eine GO, für die LMV, also eine Änderung, das habe ich nicht gekriegt. Und dieser Antrag, dass der Vorstand das einbringt, müsste halt normaler LAFO-Antrag sein. Okay, gut. Gut. Dazu jetzt noch Wortmeldung. 3, 2, 1, nein. Dann der nächste Punkt sieht von der Farbe her auch aus, als sei er von Kevin, LMV-Auszählungsreihenfolge. Ja, genau. Und zwar
Bislang, ja, Auszählungsreihenfolge ist falsch. Bislang ist ja so, dass wir bei unseren Wahlmitgliederversammlungen Vorstandsämter irgendwie der Reihe nach wählen, so 1V, 2V, Schatzmeister und so weiter. Dadurch haben wir die Situation, dass nachdem die ersten paar Ämter verteilt sind, sehen die folgenden Kandidaten halt, mit wem sie zusammen in einen Vorstand wählen, wenn sie sich bewerben und wenn sie gewählt werden. Dadurch hast du sozial generell schon eine Stärkung von Lagerbildungen. Es ist vielleicht sinnvoll, wenn wir die vorläufige TU zu den Landesmitgliederversammlungen, insbesondere zu den Wahlversammlungen, so aufstellen, dass wir zuerst die Kandidatenvorstellungen haben und dann entweder ab Samstagabend oder ab Sonntag früh die Wahl für alle gemeinsam stattfindet. Und dann hätten wir halt hätten wir viel für die Wahlhelfer zu tun. Die haben dann so einen gewissen Auszählungsmarathon. Es ist nicht gut, dann währenddessen noch Parteitagsbeschlüsse zu machen, sondern dann könnte man wirklich gucken, dass man in einem Parteitag irgendwie zu Wahlhelfern macht. Und dann halt möglichst schnell nichts anderes tut als auszählen und dann die Ergebnisse verkünden. Dann hat man auf einen Schlag einen gesamten neuen Vorstand beispielsweise oder Schiedsgericht oder was. Das ist ein ziemlicher Paradigmenwechsel und es ist schwierig zu beantworten, ob das so gut wäre. Also ich glaube schon, dass es sozial einfach ja, insgesamt dem Zusammenhalt dienen würde. Ich glaube, dass wir ja eh noch vor der nächsten Wahl-LMV eine gesonderte LMV haben und dass wir dann auch die LMV mal dazu hören könnten, ob eine solche Umstellung als gewünscht betrachtet wird. Ja. Ich würde das aus zwei Dingen als nicht gut ansehen. Erstens, was nützt uns das, wenn wir einen Vorstand wählen, wo dann der eine oder andere nach der Wahl dann sagt, nein, jetzt möchte ich dann doch nicht mehr, weil er eben mit einigen Personen nicht zusammenarbeiten möchte und kann. Ich sehe da keinen Vorteil drin. Zum anderen haben wir, wie es auch ich meine, auch bei diesem Parteitag so war, durchaus Menschen, die sich für zwei Ämter bewerben. Und wenn ich das alles gleichzeitig mache, wäre die Frage, wie will ich das dann regeln? Von daher käme das für mich persönlich nicht so in Frage. Helena? Also dazu, dass Leute sagen könnten, sie wollen doch nicht mehr. Die werden ja zum Glück gefragt, ob sie die Wahl annehmen. Und wenn sie das nicht tun, wird halt die nächste gewählte Person, die über das Quorum gekommen ist, ebenfalls gefragt. Dann wäre zumindest der Fall schon mal abgeschwächt. Und ja, das Problem ist natürlich wirklich, was macht man mit Leuten, die bei mehreren Ämtern antreten. Wenn alle Ergebnisse gleichzeitig verkündet werden, können die sich dann ja immer noch aussuchen, welches davon sie machen wollen. Das wäre, denke ich, schon umsetzbar. Aber ich denke wirklich, das ist ein Thema, wo eine LMV drüber sprechen sollte, weil ich kann Kevins Aussage verstehen. Gerade bei der letzten LMV war das sehr extrem so, wo gewählt wurde, dass viele gesagt haben, durch die Wahl der und der Person will ich nicht mehr antreten. Andererseits kann man natürlich auch sagen, es ist vielleicht auch besser für den Zusammenhalt des Vorstandes, wenn das so ist, weil wenn Leute wissen, dass sie mit anderen nicht zusammenarbeiten können, es ist vielleicht auch gut, wenn sie das nicht versuchen oder dazu gezwungen werden, weil sie gewählt werden. Also das sollte wirklich erstmal auf der nächsten LMV besprochen werden, da werde ich ja wahrscheinlich nicht gewählt. Und dann kann man immer noch danach einen GO-Antrag dafür vorbereiten, können das natürlich in die TO aufnehmen, eine solche Diskussion. Also darüber nachdenken fände ich mal gut, weil neue Konzepte auszuprobieren finde ich immer gut. Und ob es was bringt, kann man halt nicht vorhersagen, muss man ausprobieren, aber ja. Ich hatte mich eben auch gemeldet, aber das, was Helena gesagt hat, ist ein Thema für eine LMV bzw. für eine größere Gruppe, nicht für uns als LAFO. Na, wir können sagen, wir wollen das auf der TO stehen haben für die nächste LMV, so eine Diskussion. Ja, natürlich. Also, aber das kann ja jeder. Genau, das kann jeder. Also, naja, wir können diese TO schon stärker beeinflussen, weil meistens schon die vorgeschlagene TO
angenommen wird oder eine kleine Variation davon. Also wir haben schon einen größeren Einfluss darauf, was passiert auf einer LMV im Gegensatz zu dem Durchschnittsmitglied, so in der Praxis der letzten Jahre betrachtet. Ja, Moment. Pascal hatte sich gemeldet. Ja, für den Fall, dass ich zwei, dass ich eine Person auf zwei Posten bewirbt, gefährdet ihr damit die Gleichheit der Wahl. Alleine aus dem Grund, wenn eine Person da halt ist, die für zwei Posten antritt und zufällig für diese beiden Posten gewählt wird, was macht diese Person dann? Diese Person guckt sich an, gut, ich habe jetzt zwei Posten und da gibt es wahrscheinlich andere Kandidaten, vielleicht. So, und was mache ich dann? Dann nehme ich den Posten an, wo sonst jemand reinkommen würde, wenn ich da zurücktreten würde, der überhaupt nicht meiner Gesinnung entspricht. Das heißt, derjenige, der dann im Prinzip die Wahlfreiheit hat, kann auf einmal bestimmen, wie der Landesvorstand in einem weiteren Posten aussieht. Das ist unglaublich kritisch. Ja, hast recht. Guter Anwalt. Ja, also ich bin eh kein Freund davon, dass sich Leute irgendwie auf alles Mögliche gleichzeitig bewerben. Aber man muss ja davon ausgehen, dass das passiert. Nee, muss man nicht. Also das, ne, das kann durch eine GO, kann sowas durchaus beeinflusst werden. Nee, was wo wir als Landesvorstand ins Spiel kommen, ist, dass wir halt auch für die nächste Wahl LMV, also 15.1, dass wir da halt eine vorläufige TO in die Einladung schreiben müssen. Und in dieser vorläufigen TO kann man durchaus eine solche Reihenfolge bringen. Aber ob man das zu dieser LMV machen sollte oder nicht, wäre natürlich sinnvoll für jetzt die nächste anstehende LMV zu klären. Ups, das habe ich jetzt. Von der zeitlichen Antwort war okay, aber warum geht ihr nicht rekursiv? Warum dreht ihr die Wahl nicht stumpf um? Wie umdrehen? Einfach rückwärts. Erst werden die Kassenprüfer gewählt. Dann die Beisitzer. Dass man mit den niedrigsten Posten anfängt, sozusagen, und die Leute, die ihre Kandidatur von der M1V abhängig machen, würden, davon abzuhalten, wobei dann der Effekt, das zu tun, eventuell einfach ganz andersrum ist, dann schaut man nicht mehr, so wie eventuell bei der letzten LMV, so wäre es 1V geworden und danach richtet sich das, sondern dann beginnt das Spielchen von hinten. Nee. Weil viele Leute finden gerade den 1V-Posten ziemlich wichtig. Und wenn das von hinten beginnt, dann wird das nicht passieren, weil die können ja nicht beeinflussen, ob jetzt wer dann wirklich antritt. Die können ja höchstens aus ihrem eigenen Lager dann sagen, dass die Person nicht antritt, wenn die und die gewählt wird. Aber die können das nicht für die andere Person sagen, die sie nicht mit sich selbst im Vorstand haben wollen. Das heißt, wenn man das umdreht, könnte man diesen Effekt auch ziemlich gut angehen. Naja, das Risiko dabei ist ganz klar, dass die Rücktritte sehr früh im Jahr erfolgen. Genau. Manchmal vielleicht sogar schon eine Stunde oder so später. Also, ja, oder dass die Wahl halt schon einfach nicht angenommen wird. Genau. Ja, also ich finde es eigentlich... Nee, das nicht. Die Wahl wird ja erst angenommen und dann wird zurückgetreten in dem Fall. Und das wäre besonders kritisch, weil dann kannst du ja nicht einfach den zweiten nehmen, weil das Ergebnis verkündet ist. Genau. Da musst du neu wählen. Das lässt sich doch bestimmt per GU reparieren. Oder per Wahlordnung. Aber es ist doch so. Das ist so. In NRW gibt es zum Beispiel, in Baden-Württemberg, gibt es Nachrückregelungen für Vorstandsposten. Die sind dann nicht im Vorstand, aber wenn jemand zurücktritt, gibt es einen Nachrücker. So was könnte man in die Satzung schreiben. Auch ein guter Gedanke. Das sind sehr weitgehende Überlegungen. Also ich frage mich, also du hast ja sicherlich eine Intuition gehabt, also mit der Idee, die du eben hattest. Ja. Du willst damit erreichen, also wenn ich das jetzt, korrigiere mich bitte, willst damit erreichen, dass auch Menschen, die nicht miteinander arbeiten wollen, miteinander arbeiten müssen? Oder wie ist die Intuition? Also ich halte auch überhaupt gar nichts davon, dass irgendwelche einzelnen Leute nicht mit anderen arbeiten können. Und wenn das wirklich oder so ist, ich sehe, blöd. Wenn das so ist und ich sehe, dass da Leute kandidieren, die ich so sehr hasse, dass ich nicht mit ihnen spreche. So, dann muss ich mir mal selber überlegen, ist das sinnvoll, dass ich kandidiere, wenn ich solche Probleme mit irgendjemandem habe. Ich glaube schon, dass fast alle Leute, die einander auch nicht so gut gegenüberstehen,
dass auch die dann einfach mal, wenn sie in einen Vorstand zusammengeschmissen werden, dass sie sich dann einfach mal zusammenreißen müssen. Wir haben halt... nicht geklappt. Ich glaube schon, dass wir auch in Vorständen kontroverse Gremien haben und das ist auch gut so. Die Kontroverse ist wichtig und die ist inhaltlich und das Persönliche sollte davon immer unberührt bleiben. So, und wenn man sich das als Kodex vornehmen kann, dann kann ich halt auch mit irgendwem im Vorstand zusammenarbeiten, den ich überhaupt nicht mag. Wobei das, also in meinem Fall, ich wüsste nicht mal, wer das sein sollte. So, ne? Ich weiß nicht, wüsstet ihr jetzt irgendwelche Leute, mit denen ihr Vorstand so wenig anfangen könntet, dass es dann dieser Vorstand ist zu klein für uns beide? Also, ich würde sagen, ja. Nein, so meine ich das nicht. Also ich finde es einfach, ich finde immer, jeder Mensch ist anders. Und man sollte einfach respektieren, wenn es Menschen gibt, die sagen, ich möchte mit dem oder dem oder dem nicht zusammenarbeiten. Ich finde, da braucht man gar nicht irgendwas zu konstruieren, sondern das würde ich einfach akzeptieren wollen, ohne dass ich mir da Gedanken drum mache, irgendwas zusammenzubauen, damit das nicht passiert. Weil dann würde genau das passieren, wie ihr eben schon sagtet, dann würde es gleich wieder Rücktritte hageln. Natürlich kann man mit jedem Menschen Kompromisse eingehen, aber mit Sicherheit gibt es auch Menschen, mit denen man keine Kompromisse eingehen möchte. Auch wenn man das könnte. Braucht man nicht. Na? Aber... wie gesagt, ich kann doch nicht sagen, ich baue das, also ich würde das sagen für mich, ich baue das jetzt so, dann müssen die jetzt miteinander arbeiten. Das finde ich irgendwo, warum mache ich das? Warum sollte ich das tun? Das verstehe ich jetzt nicht. Ja, also mein Problem ist, ja, Uwe. Uwe hat sich gerade gemeldet. Also ich denke mal, dass das, was Kevin gesagt hat, ist in Ordnung. Weil das entscheidende Wahlgremium ist die LMV, ist die Basis, sind die Mitglieder. Und wenn die Mitglieder so gewählt haben, dass zum Beispiel selbst wenn zwei, die nicht miteinander können, wenn die Basis das so entschieden hat, so gewählt wurde, dann müssen die in Anführungsstrichen zusammenarbeiten. Können sie es aus persönlichen Gründen nicht? Brauchen Sie die Wahlen nicht annehmen, das steht ja jedem frei, dafür sind ja die Wahlen, darum wird auch jemand gefragt, nimmst du die Wahl an? Und dann kann er sagen, nein. Oder im ganz schlimmsten Fall eine Stunde nach der Wahl wieder zurücktreten. Dann wird das auch direkt der Mitgliederversammlung mitgeteilt, die können daraus ihre Schlüsse ziehen und die Wahl geht ihren normalen Gang, wird halt der Posten wiedergewählt. Nee, das können wir ja dann nicht mehr. Das ist aber meines Erachtens demokratisch. Da hat die Versammlung hat die Wahlmöglichkeit, die entscheidet und am Ende entscheidet der gewählt wurde, eben, ob er diese Wahl annimmt. Warum soll man daran drehen? Wenn ich dann jemanden neben mir habe, der neben mir gewählt wurde, mit dem kann ich aus persönlichen Gründen nicht, dann muss ich das auch der Versammlung mitteilen und dann kann die Versammlung ihre Schlüsse daraus ziehen. Ja, das sehe ich ja nicht anders. Nur wie gesagt, wenn ich... Es darf nur nicht so wie Kevin das befürchtet hat, dass von vornherein die zur Wahl stehen, taktieren und der Versammlung die Möglichkeit geben, so zu wählen, wie sie es hätten gern wählen würden. Also, dann wäre zum Beispiel, da sind Kevins Einwände berechtigt. Den Kandidaten, die taktieren, zu entziehen. Das, aber ja. das wirst du doch trotzdem haben, weil das letzte Wort hat doch die Person. Es kann ja zehnmal die Versammlung sagen, ich hätte jetzt gern A, B, C und D im Vorstand. Wenn einer von diesen Vieren sagt, ich möchte das nicht, hat die Versammlung keine Chance. Gut, aber dann weiß die Versammlung aber, wie sie mit der Person bei der nächsten Wahl, bei den nächsten Kandidaten umzugehen hat. Ja, aber das weiß sie doch so auch. Weil wenn ich nicht bereit bin, diese Verantwortung des Landesvorstandes
zu tragen über meine persönlichen Bedürfnisse hinaus, dann muss ich fragen, okay, ist das für mich das nächste Mal auch noch ein Kandidat? Ja, aber das weiß ich doch so auch. Ich würde mal vorschlagen, da das eine sehr tiefgehende Diskussion ist, also die sich jetzt gerade entwickelt, und wir das durchaus, vor allem zu diesem Zeitpunkt noch nicht als LAFO irgendwie als Vorschlag einbringen müssten, würde ich vorschlagen, das irgendwie auf ein anderes Medium zu bringen, also zum Beispiel auf eine Mailingliste, um eben auch die Basis dazu befragen, wie die dazu steht, und an dieser Stelle eben für die LAFO-Sitzung diese Diskussion beenden und in die Mittagspause eventuell zu gehen. Außer du hast noch Redebedarf. Ich hatte dich eben einmal unterbrochen. Deswegen würde ich dir den auch gerade gewähren. Ja, danke. Also, nur mal angenommen, eine Tagesordnung sieht so aus wie von mir vorhin grob umrissen. Dann ist es so, dass ich am ersten Tag da irgendwie ein, zwei Dutzend Kandidaten auf der Bühne habe. Und ich wüsste auch sehr genau, dass ich diese Leute frage, gibt es einen von diesen 12 Leuten, mit denen du nicht kannst? Und dann müssen die Leute sich in dem Moment überlegen, reiße ich mich zusammen und sage ja und mach das? Oder sage ich von vornherein nein? So, das ist eine ganz klare Grillfrage, die dann klar beantwortet werden kann, und dann kann man diese Leute eben auch in die Pflicht nehmen. Das Rücktrittsproblem, das sehe ich hier gar nicht so stark, weil bislang wählt man ja auch bestimmte Ämter zusammen, zum Beispiel die Beisitzer sind ein Wahlgang, und auch da hat es jahrelang nicht so riesige Rücktrittsprobleme, genau nur aus dem Grund gegeben, da ist einer in diesem Vorstand mit mir zusammen, mit dem ich nicht kann. Das war bisher kein riesiges Thema. Ich glaube nicht, dass es plötzlich auftauchen wird. So viel zu... Ich glaube, hätten wir das jetzt so gemacht bei der letzten LMV, wäre genau dieses Thema aber aufgetreten. Den Aussagen zufolge, die nicht mehr angetreten sind von den Leuten. Kann man schlecht sagen. Ich weiß nicht, ob das stimmt, ob das nicht stimmt. Es ist jetzt, du hast diesen Vorschlag ja, denke ich, gebracht, weil das ja genau so passiert ist auch bei der letzten LMV, dass viele wegen der 1V-Wahl dann ihre Kandidatur zurückgezogen haben. War, glaube ich, noch einer, oder? Das waren, soweit ich das gesehen habe, mehrere Leute. Na gut. Gut, aber das kann man sich doch im Vorfeld überlegen und nicht erst abwarten, so, na, gucken, wer wird 1V oder wer wird Schatzmeister, sondern einfach im Vorfeld gucken, kann ich generell mit Leuten zusammenarbeiten, bin ich dazu bereit? Ich brauche ja keine Kompromisse mit irgendwem einzugehen. Ein Vorstand ist ja ein Gremium, das am Ende mehrheitlich beschließt. So, nicht immer kommt man zum Konsens, auch wir kommen nicht immer zum Konsens, sondern haben am Ende dann irgendeinen Mehrheitsbeschluss, wo auch keine Einigkeit herrscht, aber trotzdem ein Ergebnis war unvorbereitet. Ich finde es ganz gut, wenn wir diese Diskussion jetzt auch aufhören, weil ich finde, so, es geht jetzt so ein bisschen auf Menschen, also auf persönliche Menschen, weil wir wissen ja alle, von wem wir reden, und also die Menschen, die sich letztes Mal beworben haben, und deswegen würde ich das ungern weiterführen, so in diesem Stil. Ja. Ja gut, lass uns das Thema mal sacken lassen. Wobei ich ausdrücklich gerade, also vielleicht war der Anlass tatsächlich irgendwas, was bezogen auf einzelne Leute, aber es ist egal, wer das ist. Es geht mir eigentlich um die Sache, um Taktieren, und das ist vollkommen egal, wer da jetzt welche Rolle einnimmt, sondern ich glaube, viel wichtiger ist, welche Möglichkeiten wir haben und ob das jetzt am Ende besser oder schlechter ist. Malte. Ups. Gibt es jetzt irgendjemanden, der hier bleiben möchte? Nö. Da muss ich gleich abschließen. Los, bitte mit dem Kabel. Nö. Macht ihr nachher noch öffentlich weiter? Oder ja, das geht noch öffentlich. Ja, genau. Das NO ist da nur so 2 Minuten. Oh, sorry. So, ich gehe nochmal auf die Toilette.